Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge. Hier ist Real Talk. Mit Kevin Westphal und Daniel Brückmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, neuen Folge. Hier ist Real Talk Podcast mit Kevin Westphal und Daniel Brückmann. Guten Morgen. Guten Morgen. Folge 10 in Staffel 2. Wie findest du die Staffel bisher? Ist klasse. Vor allem einfach auch mit dir jedes Mal. Es ist wunderschön. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns halt hier treffen, wenn wir danach reden, wenn wir nicht einer Meinung sind. Ist schön. Ist einfach ein schönes Gefühl. Und auch, wenn wir einer Meinung sind, ist immer toll. Ist immer toll, egal wie, ne? Ja. Die Aufnahme ist jetzt gestern, ne? Nach dem Best of 5 heißt, wir haben gewonnen, wir sind weiter und ich habe noch einen Job. Das ist. Ich bin sehr stolz auf dich und auch auf dein Team, dass sie dich da nicht hängen lassen. Also immer, wenn ich jetzt so on stream komme bei Max, sagt er jedes Mal, es liegt ja auch an deiner Karriere. Und ich weiß, also wenn das wird so oft wiederholt, so langsam, glaube ich, der meint das ernst. Ach, ich glaube auch. Ich glaube, du hast jetzt besser sportlichen Erfolg. Oder der, haha, ich bin so lustig, Kevin, muss ausgetauscht werden. Ja, aber ich sag mal, meine Erfahrung, meine Jahre, die ich habe, die kann man jetzt nicht einfach so austauschen, ne? Muss man sagen. Da sind ja schon viele Jahre ins Land gezogen. Bei wem übrigens auch sehr viele Jahre ins Land gezogen sind. Oh, sehr stark überlassen. Ne? Ja. Das ist heute unser Gast. ich wollte jetzt hier, der soll mal hier rankommen. Der Mann. Wo der Spruch, so wie die Nase des Mannes, so sein Johannes erfunden wurde. Der Mann, der gegen Mike Tyson einen unfassbaren Schlag abbekommen hat. Kutscher LOL, bitte. Hey. So, kurz auf Äußerlichkeiten wieder gegangen, weil mir nichts anderes einfällt. Kennst du die Person nicht privat? Ich wurde noch nie so schön anmoderiert. Brücke hat da wirklich ein Talent für. Ja, ich muss immer kurz hier einmal richten. Was ich sagen wollte eben noch, bevor ich, Kutter, schön, dass du hier bist, weil ich irgendwas sagen wollte. Danke. Ich schätze deine Qualitäten sehr. Ich glaube, du hast ein sehr gutes Roster aufgestellt, mit einem guten Coaching-Staff und der Erfolg gibt dir recht. Also der gestrige Erfolg. Ja, bis gestern. Sagst du das nächste Woche auch noch, wenn sie dann rausfliegen? Ja. Ist das jetzt schon Erfolg für Eintracht Spandau? Können wir direkt so reinstarten in die Folge? Also wenn ihr jetzt rausfliegt nächste Woche, wäre es schon, ja, wir haben ja eine Series gewonnen im Playoffs. Naja, es ist schon mal was Gutes, dass wir ein Best of 5 gewonnen haben. Wir haben vorher lange Zeit kein Best of 5 gewonnen. Zeigt halt, also ne, ich muss mich ja intern auch verargumentieren. Ne? Heißt es so, Junge, kannst du dein Team nicht mal so mental aufstellen, dass sie mal schaffen, ein paar Games ineinander zu gewinnen und da brechen die immer ein? Was machst du mit den Jungs? So entwickel die mal weiter, dass die da mental hinkommen. Dementsprechend ist das schon gut, dass wir es jetzt gezeigt haben, dass wir das können, halt bei auch 5 Games insgesamt, dass sie halt dann gewinnen können. Dementsprechend ist das schon was Gutes so. Also auch die Jahre vorher waren wir immer vorher gut und sind dann abgebaut und jetzt werden wir gerade besser. Also ich habe trotzdem sehr Respekt vor dem nächsten Game in Austin Force, weil auch die speziell sind. Also die draften speziell, die sind so richtig so Comfort-Shit, die spielen irgendeinen Scheiß, den du nicht vorhersehen kannst oder so. Deswegen, ich glaube, die, also jetzt zu sagen, oh, jetzt haben wir Unicorns, die Stärksten aus dem Lower Bracket besiegt, dann müsst du 3-0 lang gemacht von Austin Force. Also ich glaube, das wird schon schwer. Wir gehen direkt kritisch rein, würde ich sagen. Würde Austin Force auch Riven Top und Weiger Mitte spielen? Riven Top glaube ich nicht und Weiger Mitte vielleicht. Das war ja sehr kritisch, du. Aber dafür spielen die halt irgendeinen anderen Mox oder picken Asi Korki auf 1-2. So, also ich glaube, die werden Sachen machen, wo du sagst, eigentlich macht man das nicht so. Mhm. Und das würde man eigentlich nicht expecten, so. Ja. Und genauso spielen die ja doch manchmal, dass sie sagen, naja, eigentlich ist es illegal, was sie da tun. Oder eigentlich dürfen die damit nicht durchkommen. So dieses League-Language, weißt du? So. Und dann passiert es aber trotzdem. Ich habe die Series ja gegen Schalke gecastet und da war es eigentlich sehr standardmäßig, muss ich sagen. Ja, also sie haben. Vielleicht ist das dann auch eine Schwäche von denen mittlerweile, dass sie nicht mal ihren eigenen Stil fahren, sondern. Das kann sein, richtig, ja. Ich würde aber ganz kurz eine Pause machen, bevor wir halt in den Best of 5 kompletten Deep Talk gehen, sondern ich würde ganz kurz auch mal mit unserem Gast hier reden. Das ist sehr nett. Kutscher. Ja, bitte. Wer bist du? Was machst du? Für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, nur flüchtig kennen, wie auch immer. Was machst du? Ich bin Streamer auf Twitch seit
Ja. Fast so lange wie Brökje, nicht ganz so lange. Ich glaube, im neunten Jahr bin ich jetzt. Du bist schon im zehnten oder so, ne? Nee, ich bin auch im... Also ich habe jetzt Ende 2015 angefangen zu streamen. Ja, oh. Hallo. Ja, seit 9 Jahren jetzt am Streamen ungefähr. League of Legends mostly. Und sonst viel Variety. Manchmal mehr, manchmal weniger. Hab gerade eine schöne ABC-Challenge gegen Brücki am Laufen. Da bin ich gerade sehr am Kämpfen. Ja. Ich hänge aber leider seit 2 Wochen bei Buchstabe A. Ja, ich muss sagen, das ist das größte Rotzprojekt, was ich je gemacht habe. Ich glaube, ihr müsst jeden Champion. Ja, wir müssen auf jedem Champion einen Win holen. Ja. Brücki hat das noch so ein bisschen aufgelockert, dass man die Reihenfolge innerhalb des Buchstabens ist egal. Aber man muss erst A packen, bevor man B machen darf. Ja. Ich muss sagen, das bockt überhaupt nicht. Bei welchem Champ hapert es denn dran? Es hapert nicht wirklich, es macht einfach keinen Spaß. Also ich habe bei keinem Champ jetzt mehr als 3 Versuche bisher gebraucht oder so. Aber mir bockt es einfach nicht. Und wo bist du? Du bist bei B schon. Der ist schon bei K oder so. Bin jetzt bei... Hä? Ich habe J durch. Aber das ist doch übel viel. Ja, der hat auch schon 110 Games oder sowas. Ja. Ich bin bei 15. Hast du keinen Bock oder wie? K bin ich noch am Stack. Ich glaube, ich bin noch bei K-Stack. Und es macht über Bock. Ich habe 100. Ist doch geil. Er will einfach nur Grundsuche zum Zocken. Also lass mal eine Challenge machen. Du, ja, okay, aber ich zocke eh nicht. Ich habe innerhalb von einer Woche jetzt, ne, nicht ganz eine Woche, fast 2 jetzt, 130 Games. In einer Woche? Ja, das sind doch 130 Games? Ja. In einer Woche? Kevin, der Rubel rollt. Du bist doch über 30. Ich hab Bock. Ich fand's geil. Ich fand jetzt nicht jeden Champion geil, aber... The fuck, das ist schon echt viel. Ja. Echt viel. Ja. Ja. Und worum geht es in der Challenge? Was kriegt der Gewinner? Nichts, das ist ja das Ding. Wir haben nicht mal einen Preis gemacht. So, pass auf, ist ja hier Real Talk, ne? Du kannst in den Twitch-Titel schreibst du Projekt oder Challenge. Die Viewerzahlen gehen inflationär nach oben. Also da muss ich auch mal die Viewer kritisieren, dass die so einen Scheiß unterstützen. Ja. Das mache ich nicht mehr mit. Ja. Stream-Projekt kann ich abbrechen oder nicht? I don't know. Ich find's geil. Schaut mir bitte zu. Seid delusional. Danke. Ja. So geht ihr mit euren Viewern um. Gut. Mit meinen 30 Viewern kann das nicht passieren. Die sind alle sehr loyal und kümmere mich natürlich um jeden einzelnen von denen. Wie haben wir uns kennengelernt? Boah. Wie sind wir denn in Kontakt gekommen? Ich weiß gar nicht, weil ich euch das erste Mal getroffen habe. Aber also ich kenne euch beide auch schon ewig, ne? Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, weil ich würde jetzt sagen so. Also ich glaube, wir haben uns halt in Leipzig das erste Mal gesehen. Glaube ich, auf Gamers Day, ne? Gamers Day, also mit Spin praktisch, ja. Gegen ESG, so ein Showmatch. Und dann seid ihr vorbeigekommen in dieser Leipziger Messe. Ja, ich hätte sonst gesagt, vielleicht auch noch ESL-Meisterschaft in Duesburg im Landschaftspark. Das war glaube ich auch zur gleichen Zeit. Und das Open-Air-Ding, wo... da warst du auch da, aber da haben wir safe. Da war ich der scheiß Kameramann. Ach so? Also für Ingame. Hä? Ja, das ist eine lustige Anekdote. Also hast du nicht gespielt? Nee, leider nicht. Aber die Jungs, die auf der Bühne waren, also irgendwie, da war ja Halbfinale oder doch, ich glaube Halbfinale und dann Finale direkt gespielt. Genau, ja. Und das eine Team hatte keine Trikots und haben die unsere Lederjacken genommen mit Spin. Da kam einer so an und meinte, Jungs, wir haben keine Trikots, können wir eure Lederjacken haben? So, ja, komm. Ja. Nee, aber da habe ich tatsächlich, das ist eine geile Story, ihr kennt ja ESL-Meisterschaft von der Organisation, ist immer lustig gewesen, geiler Vibe, aber es hat auch viel nicht funktioniert damals. Nee. So. Und es war in diesem Landschaftspark mit Open Air, Beamer nach draußen und keiner hat sich Gedanken gemacht, was machen wir denn, wenn die Sonne richtig fetzt? Nee. Keiner hat was gesehen. So. Und ich weiß auch noch, dass die Bildschirme nicht abgegriffen werden konnten. Und von den Spielern jetzt. Ja, in den ersten Games. Ja. Und dann mussten die mit einem Kameramann über die Schulter filmen auf das Bild, weil sonst gar nichts übertragen wurde. Ja, und ich habe mich dann irgendwann zurückgezogen, weil ich dachte, ach, das ist ja hier eine Sauleistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich hinten zum Catering, habe mich da vollgestopft, sitzt da und rechts neben dem Cateringwagen war quasi der Regiewagen. Ja. Und auf einmal hörst du es nur fluchen, also die rasten alle aus, was ist das für eine Scheiße, das kann nicht sein, wir sind im College jetzt schon komplett im Verzug. Ja. Und ich denke mir so, was ist denn da los, ne? Kommt einer rausgesprintet, hier kennt sich keiner mit League of Legends aus und wir übertragen die Scheiße nach dem Motto. Oh mein Gott. Und ich gucke mich nur so aus, was ist denn los? Ich kenne mich aus mit League of Legends. So, ja, wir haben hier so einen Bug, alles hakt und alles. Also was ist Spectator-Bug? Die konnten es nicht angucken, ohne dass das Game so mega am Stottern ist. So. Ja. Ich so, ja, hab dann mal probiert, die FPS zu limiten. Ja. Weil bei League ist es irgendwie seit eher so ein Ding, wenn du einen richtig guten Rechner hast, der irgendwie über 300 FPS schafft und du limitest die FPS nicht, dass das nicht angezeigt wird richtig. Du hakst dann die ganze Zeit nur so rum. Ich gehe da rein, mache einen Haken in diese Einstellung, auf einmal Jubelschreien in der ganzen Jesus. Die haben eine halbe Stunde gesessen, konnten nichts machen. Ja. Und ich kam da an wie Krösus. Ja, vor allem noch so das Brötchen noch so im Maul. Ich hatte noch so ein paar im Mund so. Ich so, guck mal hier, einmal raufdrücken und dann geht das auch. Und das Geile ist, dann hat es noch nicht aufgehört. Ich setze mich also wieder hin
Und dann lief draußen das, oder da drin in dem Regieding? Nee, da ist noch nicht drin. Noch okay, versucht, das kommt noch. Ich setze mich dann wieder hin, will meine Nudeln aufessen. Da geht's wieder los. Es läuft. So bestimmt so 15 Minuten und dann sich so, im Chat meinen alle, dass das übel Arsch ist. So. Und dass der, was ist denn ein Spectator, so, dass der Spectator einen scheiß Job macht? Mhm. Und ich höre das wieder so, ja, wenn das Live-Gameplay ist, dann ist die Kamera so ein bisschen kacke, weil das kein Algorithmus ist, der das dann so automatisch weiß, was passiert. Ist ja, wenn du mit 3 Minuten Delay Spectator ist, dann weiß ja das Spiel, was passiert wird und wo es hin muss. Und wenn du es live machst, springt das Teil halt hin und her. Mhm. Deshalb hast du normalerweise einen Spectator. Es sei denn, du feuerst das Riot, naja. Und ich so, ja, habt ihr denn keinen Spectator? So, was ist denn ein Spectator? Das gab's damals noch nicht. Da habe ich da hingesetzt, hab den Spectator gemacht, 5 Games lang. Alter. Ja. Einfach so. Ja, war geil. Ich habe dann am Anfang immer dieses Entchen auch gefilmt und so. Ja, Junge. Ja. Die haben dann schon gedacht, oh mein Gott, haben wir Production Value. Hier muss ein kranker Typ da sitzen. Und das Geilste war, ich sitze dann halt hinten. Ne? Ja. Das hat ja auch keiner mitbekommen. Ich saß da hinten alleine am Essen. So. Ja. Max hat da vorne sein Programm gemacht. Der war, glaube ich, auch Analyse-Ecke mit Kevin. Und die denken so, wo ist Kutscher? Ja, pass auf. Und dann kommen die irgendwann zum Catering. Ich sitze da in diesem Production bin einfach mitten im Team und mache den Spectator. Das war ultra geil. Okay. Ja, wild. Ja, das war schon mal eine wilde Geschichte. Ja, da habe ich, glaube ich, das erste Mal, das könnte sein, dass ich dich da vielleicht das erste Mal getroffen habe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Kevin könnte so sein, das oder so. Oder auch so ein Gamer. ESL, ja. So ein Ding. Ja. Hm? Aber könnte schon passen. Weil vielleicht haben wir uns das erste Mal auch bei Take TV gesehen. Also, ich glaube, wir kannten uns schon vorher, aber bei Take TV haben wir mal gebootcampt mit Spannender Inferno noch damals. Mhm. Und da kamt ihr mit ESG auch und habt unser Essen aufgefunden. Aber es war, wir waren zum Beispiel, also ESG Duisburg war viel früher. Nee, das war alles so 2017. Nee, das war so Krefeld und so, also, ja, diese Take-TV-Bar. Take-TV wird 2017 anfangen, das weiß ich. Ja, das war so 2016, 2017, so, wo wir so Match of the Season und so hatten. Aber als ihr da mit den Lederjackets und so gekommen seid. Das war 2016. Ja. Das war 2016 Duisburg. So. Genau. Und das war ja vor der Zeit bei ESG. Nee, oder das war auch schon, nein, das war ESG. Also da war nicht das Streamer-Team bei ESG, aber ESG gab's schon. Yeah, ja, genau. ESG gab's schon. Ja, da hat Chantau dann noch. Da hat Chantau, Lamabea, Avenue. Da hat Chantau über die Wall beim Blue Buff geflasht, um einen Pentat-Skill zu holen. Da hat das elendig verkackt und dann ziehe ich ihn immer auf und dann korrigiert er mich, dass das gar nicht so war, aber es war so. Gegen No Way, glaube ich sogar. Ja, und das war, glaube ich, die Geschichte, ne? Und wann wir uns das erste Mal gesehen haben, keine Ahnung. Und kennengelernt halt irgendwie. Man kennt sich halt so, wenn man streamt, ne? Ja. Aber kennengelernt eigentlich eher so. Geht auch noch weiter weg vom Mikro. Kennengelernt eigentlich, glaube ich, eher. Also, ich habe einfach deinen Stream geguckt. Ja, und aber du bist jetzt auch nicht einer, der im Chat schreibt oder so. Also, ich weiß gar nicht, wie der erste Kontakt war oder Lumi so. Lumi war in meinem Chat. Und dann habe ich mit Lumi. Na, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt so, hey. Meine Freundin, da musst du mal aufpassen. Und dann. Aber so spät? Nee, wir hatten doch vorher schon Kontakt. Das war wirklich so ESG-Haus dann so. Ne? Wir haben schon, obwohl es ESG-Haus hatten wir schon 2016. Ja, aber ich bin mit Franzi seit 2018 zusammen. Und da hatten wir ja schon safe mal Kontakt. Vielleicht? Aber vielleicht nicht so intensiv. Also vielleicht, man kennt sich. Ja, das kann auch sein. Also intensiviert wurde es über den Stream. Ja. Jetzt machen wir so geile Projekte zusammen on Stream. So A bis Z, Elden Ring Duo, Run. oder so ein Podcast zum Beispiel. Ja. Ein Podcast kann man auch machen. Jetzt bist du ja auch schon ein bisschen was älter. So, ja, sag jetzt ich mal. Kevin. Du bist ja jetzt 33, habe ich gehört. Ist das wahr? Ich bin frische 30 geworden. Frische 30 geworden. Wann heißt denn frisch? Also gestern oder was? Nee, was haben wir denn jetzt? Mitte März? Nur vor 2,5 Wochen. Ach so, dann noch alles Gute nachträglich. Dankeschön. Hm? Hättest du mir auch mal an dem Tag schreiben können, aber ich... Ja, keine Ahnung, wann du Geburtstag hast. Ja, gut. Ja. Weißt du, wann ich Geburtstag habe? Ja klar, wann? 17. Juni. Das ist knapp, das ist 1. Juni. Das ist so geil. Das ist Mokka S, ey. Okay. Nein, die Frage ist, du hast jetzt nach 12 Jahren Spielen im Alter von 30 das erste Mal Challenger gehittet. Ja. Improved man für immer oder hittet irgendwann das Alter? Ich habe da auch schon so, also ich glaube, da redet jeder, der irgendwie E-Sport macht, mal drüber, ne? Also ich habe da... Ich habe im Bootcamp schon mit Phil drüber geredet. Der ist krass der Meinung zum Beispiel, dass dieses Age-Ding zutrifft und dass man ab einem bestimmten Alter einfach übelst Reaktion verliert, weil ich mir denke, das ist halt nicht in dem Maße, dass du irgendwie schlechter wirst. Ich glaube, das Einzige, was so gappt oder wo quasi das Limit ist, was Alter angeht, du hast mit 30 keinen Bock, mit 4 Leuten in einem Gaminghaus 9 Stunden zu zocken. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was so den Verschleiß macht, vor allem, weil ja immer neues Talent nachkommt, die du... Und das muss man auch sagen, gerade in der E-Sport-Branche auch gut ausbeuten kannst, sag ich mal. Also so ein 27, 28, 29-Jähriger
weil da ist wahrscheinlich unwahrscheinlicher, dass er für 400 Euro 9 Stunden sich den Arsch aufreißt, sag ich mal. Mhm. So, und ich glaube nicht, dass, also ich glaube, wenn du Bock hast und improven willst, dann kannst du auch mit fucking 35 noch LEC spielen, wenn du gut genug bist. Mhm. So, also ich glaube, so ein Freddy zum Beispiel, wenn der jetzt Full Triad gehen würde oder so. Nicht, dass du Brücki sagst. Ja, ich halte sehr viel von Brücki. Jetzt geht's los. Punkt. Ja. Nein, aber. Ja, Brücki könnte bestimmt auch LEC spielen. Musst du nicht sagen, das ist Real Talk hier. Nee, also ich glaube, ich finde Brücki könnte eher so ein Team-Mentor sein, ein guter. Ja, ich glaube, Brücki hat sehr viel. Auch nicht Coach, sehr eher so ein Grips, Team-Mentor. Sehr viel Grips. Ja. Ja. Und das kann er auch an den Mann bringen. Ja, aber zum Beispiel wirklich arbeiten oder wirklich spielen, das würde ich dann doch lieber nicht. Ja, ich glaube, ich würde die Lust verlieren, ja. Ja, das meine ich so. Ich glaube nicht, dass Brücki da Bock drauf hätte. So, ich mein, aber auch deswegen nicht. Im Alter. Man hat auch gesagt, ja, ich will mich jetzt hier nicht mehr, wie du eben meintest. Ja. Du willst nicht mehr ballern den ganzen Tag. Obwohl du ja 130 Games in der Woche machst. Du hast ja mehr Insights, wie sich das so alles so ein bisschen wandelt. Also früher war es ja wirklich dieses Gaming-House-Ding. Leute hauen sich den ganzen Tag Pizza rein, 9 Stunden wird da gezockt. Also das war ungesund. Und ich denke ja, gerade bei euch ist es ja auch ein bisschen anders heutzutage, oder nicht? Ja, vom Ablauf schon, aber Zeitmanagement. Ja, ist Zeit trotzdem. Ist, also, du hast ja halt trotzdem kein Leben, so, ne? Ja. Also, es ist schon so, im besten Fall lebst du auch so, dass es auch nichts anderes Relevantes gibt, so. Ja, weil sobald du halt irgendwas hast, was dich ja abhalten kann vom Training, investierst du da nicht 100%, was ein anderer halt tut. Was andere sind halt so, die wirklich stehen auf und schlafen ein, haben nur League of Legends den ganzen Tag gemacht. Und wenn du halt sagst, ey, ich gucke aber noch irgendwie 2 Stunden Serie mit meiner Freundin und lese noch ein Buch in meiner Freizeit, weil ich so gerne lese und mich weiterbilden will, so ungefähr, dann hat der andere irgendwie 5 Solo-Q-Games mehr gemacht und irgendwie ist er doch noch ein Zacken besser. Exakt. Ich würde sagen, Frauen sind gefährlich, ja? Kann man nur Frauen als Partner haben? Würdest du also sagen, Partner sind gefährlich, ja? Partner können, ist, denke ich, schon was Gutes. Aber wenn du so einen extremen Leistungssport machst, wo alles zählt, dann musst du halt gucken, dass du so, ja, du kannst halt nicht dann jeden zweiten Tag auf ein Date gehen. Das ist, ich glaube, also wenn du natürlich nachher performst, so, dann ist eh egal. Das ist so wie disziplinarisch. Wenn du performst und wir gewinnen ihren Titel, dann kannst du jeden Tag da, ist mir scheißegal, solange wir gewinnen. So, aber ich glaube halt nicht, dass das funktioniert, weil andere haben halt dann in der Woche 15 Stunden mehr League geballert und das macht halt schon einen Unterschied. So. Das ist beim Streaming ähnlich, ne? Also wenn du da Single bist und einfach durchpumpst, das ist auch sehr förderlich für die Karriere, sag ich mal. Und wenn du in einer Beziehung bist, musst du dich da auch krass einschränken. Weil du ja natürlich kommt auf die Beziehung an, weil es gibt ja auch gerade Influencer-Pärchen neigen auch dazu, alles euer Onstream zu machen. Ja. Nee, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass Alter so ein krasses Ding ist. So, also Reaktion ist auch. Bei League kommt es nicht krass auf Reaktionen an, sag ich mal, außer in vielleicht, wenn du jetzt ADC spielst und sowas, da kann ich mir schon vorstellen, Mechanics. Aber da ist ja auch viel. Der Kali bei dir ist ja eigentlich auch ganz okay. Ja, siehst du, ne? Dankeschön. Ja. Ja, aber guck mal, als AD Carry, du, wenn du jetzt zum Beispiel eine Malphite-Ulti flashst oder so, das machst du ja meistens nicht auch Reaction-based, sondern weil du es erwartest und prediktest. So. Genau. So, und das hat ja nichts mit Reaktionen zu tun. Null. Das ist einfach Game-Knowledge, wann du wissen musst, wann du flashen musst. Und ich glaube, wie gesagt, dieses. Im Alter wirst du schlechter, ist einfach Schwachsinn. Du hast einfach im Alter keinen Bock mehr, so viel dazu committen. Es ist ja auch so, gerade also die Leute, die von E-Sport gut leben können, das ist ja so ein kleiner Prozentsatz, gerade so Spieler. Mhm. Und jetzt no offense an Leute, die in einem höheren Alter, sag ich mal, in einer ERL zocken oder so. Mhm. Aber du verdienst da jetzt auch nicht das Geld, dass du sagst, so, oh, mit Anfang 30, da kann ich mir gut was auf die Seite legen. So. Mhm. Und dafür dann Beruf oder Ausbildung zu opfern, das kannst du mit 18, 19, 20 easy machen. Mhm. Aber irgendwann wird's ja dann auch, kommst du in einem Alter, wo du dann mal irgendwie angekommen solange du nicht direkt halt diesen Step hat, möglich hast zu sagen, okay, ich werde danach halt irgendwie Coach, Manager, das ist ja auch Influencer. So eine kleine. Auch davon Prozent, halt, auch nur ein Prozent. Und auch halt super unsicher. Also, dann hast du ein schlechtes Jahr als Coach, weil deine Spieler alle reininten. Ja. Zum Beispiel in Midlane mit Swain gegen 5 Leute reinflashen. Wer macht so eine Scheiße? und ja, dann sagen die Leute, die keine Ahnung vom Spiel haben, ja, Coach wird mal gewechselt. Das ist das Einfachste, so, weißt du? Ja, es du bist halt immer abhängig von anderen Leuten und das ist halt Spieler genauso. Du kannst einen geilen Split spielen, alle Leute hinten reinnehmen, die du siehst auf einmal aus wie der größte Inter, keiner hat mehr ein Teamangebot für dich und die ganze Zeit, die du da rein investiert hast, ist auch mal für die Cuts. Ja, ist für mich auch immer so schwierig. Ich denke immer, es ist halt cool, wenn halt Spieler Teamerfahrung sammeln, ne? Also wenn die nicht eigentlich einfach so aus Solo-Queue kommen, aber, wenn jetzt ein junges Talent irgendwie erstmal schon mal irgendwo vielleicht 2. oder 3. Liga gespielt hat, finde ich eigentlich ganz gut, weil ich weiß, okay, der weiß schon mal, wie er im Team umgehen musste, so ungefähr.
weil man ja auch nicht weiß, okay, hat weiter zum Beispiel in seinem Real Life, war der irgendwie in einem Verein oder sowas, ne? Also kann ja sozial in einer Gruppe irgendwie mit anderen Leuten umgehen. Aber klar, wenn der da irgendwie 2 Jahre lang in der Div 3 rumdümpelt, dann ist die Chance, dass er dann Div 1 kommt, halt super gering. Dann lieber 2 Jahre lang Challenger sein und irgendwie sagen die Leute, ja, der ist mechanisch eigentlich ganz gut. Ja, safe. So, deswegen, das hat so ein bisschen Vor- und Nachteil gleichzeitig, so, weil ich irgendwie beides mag und beides nicht so. Ist das jetzt der Grund, warum ich keine Tryouts bekommen habe eigentlich? Kevin hat mir mal Tryouts versprochen, ich wurde nie eingeladen. Ja, das ist, wann war das das erste Mal, dass ich das versprochen habe? Ja, als das so mit diesem Eintracht Spandau so Gerüchte rumging quasi. Da habe ich gesagt, lad mich doch mal ein. Vielleicht hatte ich auch mal einen schwachen Moment. So, vielleicht war auch Bier im Hals oder so. So kann auch sein. Ja, mit mir hätte es doch schon ein paar Pokale, ne? Naja, müsst ihr wissen. Hast du mal Competitive, also ich würde jetzt spinnen, weißt du, also Competitive gespielt? Also, was heißt Competitive? So mein höchstes war halt auch Div 1 mit Spin damals. Also das war damals quasi die zweite Liga, die hieß damals Div 1, warum auch immer. Ja, stimmt. Und die erste hieß Pro League. So. Genau. Ja. Und dann war ja diese Umstellung von Sin League und ESL-Meisterschaft, wo es dann nur noch die Prime League gab quasi. Mhm. Und da haben wir uns quasi im ersten Split mit Spin dann direkt, wir sind glaube ich in diesen Placement-Matches, wo du dann quasi eingestuft wurdest, hatten wir glaube ich 15-0 gegangen oder so. Also haben alles gewonnen und waren wir in der ersten Liga. Mhm. Da war das Niveau aber auch noch viel schlechter. Also da war aber es auch cool, weil ich gucke mir manchmal so die Games an und da siehst du schon Namen, die dann heute auch ProDiv teilweise spielen. Und ich denke mir dann immer, wie zur Hölle konnten wir da überhaupt Games holen? Weil, aber ja, das ist ja mit King of Spandau ähnlich, wenn Max auch immer so mal so einen Don Arts ausjungelt hat. So. Ja. Ja, aber das ist so das Einzige, was ich als Competitive jetzt ansehen würde. Ja, aber ist halt immer Fun bei uns. Ne? Ist jetzt nie, dass wir da auf Tryhard gehen. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Eine Frage der Redaktion, die sagt, du bist besser als Max in League? Und auch entertaining. Wieso hast du erst später mit Content angefangen? Oder? Ich hasse, ja, also kurz zu dem Wahlgang, Max und ich kennen uns ja über das Studium. Und es war übel geil, weil er hat damals YouTube gemacht und war so kurz vorm Aufhören, weil er so mega, also er hatte Freundin damals, dann musste er Job annehmen, weil er halt ausgezogen ist, erste Wohnung bezahlt, hat damals bei Meckes geschuftet. War auch übel geil. Ich hatte, das ist eine geile Story. Ich war auch broke damals, muss ich kurz sagen. Wir waren damals beim Bäcker. Da gab immer so ein Eckbäcker bei uns an der Uni. Und da sind wir vorher immer hingegangen. Und Max ist frisch ausgezogen, umgezogen, hat also gar keine Kohle, ne? Ja. Und er kommt so zu mir. Es war ein Moment der Schwäche für mich, muss ich sagen. Er kommt zu mir und fragt, ob ich ihm Brötchen kaufen kann. Und ich habe gesagt, nee. Ich hatte auch keine Kohle. Den Tag einfach hungrig verbracht. Also wie war da euer Daily Life, dass du mal so broke wart? Ja, ich habe bei meinen Eltern gewohnt und ich habe halt einfach nicht viel Kohle gehabt. Ich hatte keinen Bock, da mir einen Job zu suchen. So. Mhm. Meine Eltern waren jetzt auch nicht mega reich, dass die mir da jeden Monat dann viel Geld in der Kehle packen konnten. Und die haben gesagt, wenn du Geld brauchst, dann geh arbeiten. Ist ja auch vernünftig. Ja, so. Ja, genau, ja. Deshalb habe ich halt jeden Euro, den ich irgendwie auf der Tasche habe, dreimal umgedreht. Mhm. Retroperspektiv hätte man ihm das Brötchen vielleicht kaufen können. Sorry dafür, Max, aber vielleicht war es ja auch ein prägendes Ereignis, das ihn dann angeregt hat, sehr ehrgeizig seine Karriere nach vorne zu treiben. Ja, wir haben uns halt kennengelernt und er hat YouTube gemacht. Ich fand das voll faszinierend und irgendwie kam es dann damals auch zum Gespräch, dass er bei der League machen. Und ich fand das saugeil und habe gesagt, jo, mach League weiter, mach YouTube weiter. Und dann haben wir uns damals in Methoden der Wirtschaftsinformatik, weiß ich noch, hingesetzt und ein Kanalkonzept für ihn überlegt. Weil er so gesagt hat, ja, wir hören auf, ich höre auf, das ist dumm. Ich so, ja, lass doch hier so ein Kanalkonzept. Haben wir aus LOL-News ausgedacht, LOL-Facts und irgendwas gab es noch, ich so ein Guide. Und dann ging das so ein bisschen los. Aber irgendwie war es für mich nie so ein Thema, dass ich auch Content machen will, weil ich bin einfach so ungern vor der Kamera damals gewesen. Mittlerweile geht es ein bisschen, ich finde es jetzt nicht mehr so schlimm. Aber damals war ich ultra kamerascheu. Also Max hat auch oft mal gesagt, ja, komm doch mal mit ins Stream und so. Aber ich fand das immer ultra, ich weiß nicht, ich war einfach sehr ungern vor der Kamera. Ich bin auch kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht oder so, was als Influencer so natürlich ein bisschen paradox ist oder so. Aber in meinem Umfeld, sag ich mal, in so einem Twitch-Stream kannst du es ja selber kontrollieren. Aber so auf Bühnen rumhampeln und so, das war noch nie so mein Ding. Und deshalb, irgendwann war es dann halt so, bei Max ging es gut los. Und ich habe dann, glaube ich, 2014 oder so, als ich bei Freaks ein Praktikum tatsächlich gemacht habe, nebenbei immer so ein bisschen gestreamt, so ohne Kamera, nur Mikro, weil es auch immer wie ein Meme war, dass ich nicht selber Content mache, weil ich ja öfter bei Max in den Aufnahmen mit drin war. Aber da habe ich irgendwie angefangen, aber dann auch ein bisschen Pause gemacht, weil ich glaube, mein Praktikum ging bis Ende 2014 und ich habe ja erst Ende 2015 da richtig angefangen zu streamen. Und das weiß ich nicht warum. Also irgendwann angefangen und gemerkt, ich bin auch ganz ehrlich, du konntest halt damit auch gut Kohle dann verdienen. Und ich habe gemerkt, gut, irgendwie die Leute gucken es. Ich verdiene damit Kohle. Studium lief damals auch nicht so geil. Was war dann dein Plan bis dahin?
Das war ganz weird. Also erstmal haben wir zusammen studiert. Dann lief das bei Max langsam so an. Also wir haben beide schon gesagt, oh, wir brechen Wirtschaftsinformatik ab, haben wir damals studiert. Hm. Und damals war unser Plan tatsächlich, umzuziehen zusammen nach in den Harz, nach Wernigerode und da Medieninformatik zu studieren. Ja, das war unser Plan. Ich glaube tatsächlich, ich war damals sogar noch im Gespräch, dass Chris so da auch mitmacht. Ja. Also wir das zu dritt dahin gehen. Ja. Und ja, dann war das so, wir haben das Semester ausklingen lassen und so, ja, nächstes Semester wir in Wernigerode. Und dann kam das alles, Hendrik hat dann mit Max gesprochen, wir haben uns nach Berlin. Mhm. Ich so zu Max, Junge, was sind jetzt? Ich dachte, unsere Zukunft ist in Wernigerode. Er so, ja, soll ich machen? Das ist eine einmalige Chance. Ich so, ja, mach das, auf jeden Fall so. Ja. Und ich so, wenn du da irgendwie was findest, so in der Richtung, dass ich da auch einen Zeh in die Tür kriege, dann sag Bescheid. Ja. Dann war ausgeschrieben auf der Website PR-Praktikum. Ich so, ja komm, hat Max gesagt, hier, mach das, bewerb dich da mal, ich nehme auch ein gutes Wort für dich ein. Ja. Ich habe da die bodenloseste Bewerbung überhaupt hingeschickt. So. Also wirklich. Junge, lass rein. Ja, ich hatte gar keine Ahnung damals. Also ist ja auch eine ganz andere Zeit. War ich 19. Also ich hatte wirklich 19 gar hat man keine Ahnung. Plan, ja. Ich hatte nur Bock, League of Legends zu zocken und da bei Max irgendwie keine Ahnung, dieses YouTube-Ding mitzuerleben, weil ich fand das so faszinierend, also auch gar nicht, dass ich da krass von profitiere. Ja. Einfach so, ich fand das so geil. Wir haben damals auch bei WhatsApp immer hin und her, oder damals Facebook noch hin und her geschrieben, wenn er irgendwie so und so viele Abos geknackt hat. Mhm. So, als nächstes ficken, darf man ficken gesagt? Ja, ja, du kannst ja. Als nächstes ficken wir den hier von den Abozahlen, der irgendwie den überholt. Ja. Und dann wie so, jawohl. Ja. So. War übel der geile Vibe. Schon cool. Ist schon einfach dieser gemeinsame Progress, weil man irgendwie trotzdem zusammen wie irgendwie an den Sachen arbeitet. Weil ich mir so ein Startup vorstelle. So, Ja. So, und ja, und dann ich so, ja, unsere Zukunft, die liegt doch in Wernigerode, was machen wir? Dann hab ich dieses Praktikum da irgendwie bekommen, auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Also wirklich, ich weiß nicht, was ich damals gedacht habe. Ich bin da hingefahren, ich habe mir nicht mal durchgelesen, was PR überhaupt heißt, was du da machst. So. Die haben mir dann noch Fragen gestellt, was das ist. Und ich so, vor allem, du hast halt so null Plan, null Ahnung, willst eigentlich gar nicht machen, aber halt beworben und die denken, da kommt einer, der Bock hat und lernen will. Und ja, also das Ding ist, ich habe den Job ja dann auch bekommen. Also da scheinen jetzt auch nicht so viele Leute sich drauf beworben zu haben. Ja. Und tatsächlich, mein Vorgänger auf diesem Praktikumsjob war Henning. Ja. Und ich habe dann auch nicht so gute Leistung. Also ich habe da wirklich das Nötigste gemacht, habe ich auch ganz ehrlich. Ne? Hast du so Kohle bekommen ein bisschen? Damit das ja, so 400 € Basis. Okay. Und habe dann auch bei Max in der Wohnung mitgewohnt. Hm. Der hat ja dann die Wohnung da, erst mit Maxim hat er, glaube ich, eine. Ne? Hm. Irgendwie so, auf jeden Fall hat er dann eine Wohnung. Und hatte ich auch ein Zimmer. Ich bin aber auch am Wochenende immer nach Braunschweig gefahren, weil ich es entspannter so scheiße fand damals. Okay. Wir hatten auch kein Internet in der Butze. Also Max hat halt das YouTube-Ding durchgezogen und ich war in diesem PR-Job stuck, der einfach gar keinen Bock gemacht hat. Ich wollte auch irgendwie einfach nur in dieses, also irgendwas mit YouTube machen. Also nicht ich selber, sondern ich habe mich damals eher so als jemand gesehen, der auch so hinter der Kamera irgendwas macht. Ich habe dann auch als dieses PR-Praktikum YouTube-Manager oder keine Ahnung. Also ich glaube eher so Social-Media-Manager wäre was für mich in der Zeit gewesen. So. Mhm. Und als dieses PR-Praktikum dann vorbei war, wurde auch klar kommuniziert. Also ich hätte das weitermachen können, warum auch immer. Du bist echt gut dabei. Also. Nee, also ich mir war auch klar, dass ich da einen scheiß Job gemacht habe. Also ich habe das Nötigste gemacht. Ich habe fairerweise auch nur 400 € bekommen. Also ich reiß mir da jetzt nicht den Arsch auf, wie man das vielleicht als jemand machen würde, der dann Ambitionen hat, da auch weiterzuarbeiten. Mir war klar, ich mache die 6 Monate, ich versuche hier irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Mhm. Habe dann aber gemerkt, dass das gar nicht für mich ist, PR. Mhm. Damals gab es dann noch Summer das Inn. Da kam Sola auch genau in diesem Moment und hat da sein Praktikum angefangen. Und dann habe ich irgendwie mit ihm angefangen, zusammen so ein bisschen an die Videos zu schneiden am Ende noch. Zum Beispiel gab es so ein Fußballspiel gegen Elements damals noch. Das war ein tolles Video. Ich weiß nicht, ob es auch noch online ist, aber das war, wenn man sich heute anguckt, da hätte man eigentlich einen Oscar für kriegen müssen. Ne? Nee, und da habe ich aber irgendwie gemerkt, so dieses Spandau-Ding, dass dieses, also Max war natürlich von morgens bis abends im Büro, der hat da sein YouTube gemacht, hat dann gestreamt und abends ist er zum Pennen nach Hause gegangen. Und ich war halt, ich kam um 9, hab dann da bis 16 Uhr. Du warst praktisch der Partner, der zu Hause saß und. Nee, das nicht, aber ich habe halt bis 16 Uhr da gearbeitet so. Und danach hatte ich halt Freizeit in Spandau und ich musste halt auch im Büro bleiben, weil zu Hause hatten wir nichts. Ich hätte mich da hinsetzen können in so einen Gartenstuhl und gegen Fernseher gucken können. So, deswegen war ich halt auch den ganzen Tag in diesem Büro bei Freaks und da drehst du irgendwann durch. Und da hatte ich gesagt, boah, nee, nach dem halben Jahr, geil, dass ich hier noch weiterarbeiten dürfte bei Summer Nights Inn. Also wenn ich mich nicht täusche, gab es das Angebot, dass ich da weitermache und so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ich habe gesagt, nee, ich muss wieder nach Braunschweig. Da war ich auch noch ein bisschen verbunden, also mit meiner ganzen Freundesgruppe in Braunschweig, dass ich gesagt habe, ich vermisse das Ultra. Mhm. Und in Spandau, da fühle ich mich so disconnected, weil du halt die ganze Zeit in diesem Büro saßt und Max hat Ultra gegrindet
Und für ihn war es, glaube ich, auch kacke, weil ich bin dann am Wochenende nach Hause und dann saß er quasi alleine in Spandau zu dem Zeitpunkt. Hm. Ja, aber genau. Und dann habe ich wieder angefangen zu studieren, Medieninformatik, aber ich habe nach der ersten Vorlesung gewusst, das wird nichts. Also wirklich. Wo hast du Medieninformatik studiert? Dann Braunschweig oder was? Ja, Wolfenbüttel, da wo der Jägermeister herkommt. Ah ja, sehr schön. Aber wann hast du denn angefangen zu streamen? Also du warst ja gesagt, du warst in 6 Monaten in Spandau. Genau. Und du hast es halt nicht gemacht oder Anfang wie? Also 2015 bin ich dann zurück nach Braunschweig. Dann habe ich angefangen im März zu studieren da. Hm. Oder im April, also Medieninformatik. Erste Vorlesung, ich wusste direkt, ich werde hier nie wieder hingehen. Ich nehme das BAföG jetzt noch schon 3 Semester mit. Ist ja geil, weil du musst ja nur die Hälfte zurückzahlen. Danke dafür übrigens, Staat. Ne? Ja, Hey, musst du nicht, du musst doch komplett zurückzahlen. Nein, musst du die Hälfte zurückzahlen. Ja, aber das war die Regelung anders. Also ich musste bei mir alles zurückzahlen. Echt? Nein. Ja. Ja. Und du musst dann auch nur, wenn du alles auf einmal bar zurück, ich musste es tatsächlich letztes Jahr zurückzahlen. Ja. Wenn du alles einmal in einem Rutsch machst, kriegst du auch nochmal ordentlich Rabatt. Also wenn ich richtig smart gewesen wäre, hätte ich das, vielleicht dann alle, die hier studieren, ne? Ja. Einfach das Geld nehmen, die Hälfte davon irgendwie investieren in Bitcoin damals, dann wäre ich heute Millionär. Ja. Einfach Kredit vom Staat. Ja, aber ja, und dann habe ich halt im April damals angefangen zu studieren, habe dann aber auch gemerkt, scheiße, das ist es nicht. Und ja, dann war ich wirklich in so ein bisschen so Rumhängen-Dings, nichts gemacht. Dann war ich 21 oder langsam denkst du dir schon so, meine Eltern waren halt immer super chill, was so alles angeht, was jetzt retroperspektiv geil ist, weil ich jetzt machen konnte, was ich will. Hm. Aber wenn ich jetzt mit dem Streaming jetzt nicht dann Erfolg gehabt hätte, dann wäre ich, glaube ich, irgendwann in so eine eklige Situation gekommen. Ja. Oder hätte einfach nichts machst. Oder sowas gefroren. Also Gott bewahre. Nee. Ja, aber also ich kann es auch jetzt, mein erstes Studium habe ich ja wirklich versucht und probiert zu schaffen, aber es war halt, ich war zu dumm. Und beim zweiten Studium, da bin ich auch dann so hingegangen und die erste Vorlesung, ich dachte schon, also ich war eine Woche da und wusste, okay, ja, das war's. Und dann war ich ein Jahr zu Hause so. Ja. Das ist halt so. Deswegen, ich bin lucky, dass dann Ende, also ich war auch immer noch dann, ja, Max und ich hatten immer noch sehr viel Kontakt so und ich war auch immer noch in den Aufnahmen. Damals hat er noch League of Legends Let's Plays hochgeladen, sag ich mal, irgendwie Call-Scroller, so eine Kacke. Und da war ich halt oft dabei und dann wurde es irgendwann auch in den YouTube-Kommentaren so ein Meme, dass ich halt keinen Content mache, weil er hat nur mit Content-Creator aufgenommen und dann so ein random Typ da ist. Mhm. Also ich habe dann angefangen Ende Dezember zu streamen. Ich hatte dann auch schon direkt 1000 Average Viewer die ganze Zeit. Also, what? Ja, das ging bei mir richtig steil los da. Seitdem natürlich auch nicht mehr viel passiert. Aber nein, ich konnte einfach gut von leben. Also das war für mich krass, weil ich habe ja noch nie, ich hab auch mal so Minijobs gemacht oder so. Ich hatte jetzt aber nie so ein regelmäßig festes Einkommen, bis auf mein BAföG so. Und das war krass. Damals war das dann ich weiß noch, ich habe dann meinen ersten Stream gemacht. Ich glaube, ich habe dann 1000 Euro Donations bekommen oder so. Und das war für mich, what the fuck geht hier gerade ab? Ne? Also und ja, und dann habe ich gesagt, ja komm, ich muss das jetzt mal probieren, weil es wäre saudumm. Erstmal macht es mir ja Bock. So. Ja, aber vor allem, also wenn du mit 1000 Leuten reinstartest und keine Ahnung, ja, das ist ja insane. So, und das waren damals ja auch jetzt viel, sehr viel. Sehr viel so, ja. Ja, ja, ja. So, und ich hatte, damals gab es noch nicht so viele Leute. Max hat ja auch nicht regelmäßig gestreamt, deswegen hatte ich dann halt viele Leute, die diesen Twitch-Content konsumieren wollen von seiner Zielgruppe bei mir. Und ich habe halt gedacht, warum, also ich weiß gar nicht warum, mich hat immer dieses vor der Kamera sein sehr abgeturnt, so. Ich dachte immer so, ich will nicht so Influencer im Mittelpunkt-Ding sein. Und ist heute auch immer noch so. Also ich bin jetzt nicht der geborene Influencer, würde ich sagen. Wenn mir irgendwer sagt, ich muss eine Instagram-Story aufnehmen, wo ich Werbung mache, ich kreische wirklich. Mhm. Ich habe schon Sachen abgelehnt, weil ich ein 5-Sekunden Instagram-Video machen will und mir das so unangenehm ist. Ich kann das einfach nicht. Wir haben Werbung gut verkaufen, so. Und ja, aber ich habe das dann gemacht, gutes Geld verdient. Mir hat's ultra Spaß gemacht, weil ich zock eh den ganzen Tag, so. Und da habe ich gesagt, so, Junge, ich muss das jetzt probieren. So. Und seitdem bin ich dabei jetzt stecken geblieben. So. Ja, spannend, das, was du da so alles gemacht hast. Auch spannend, außer Brücke grätsch jetzt rein. Die gute alte Zeit nehmen. Ich habe nicht studiert. Ich habe aber auch nicht abgebrochen. Super. Gut, weiter geht's. Du hast eine Weltreise abgebrochen. Ja. Ja, ich wollte nur sagen, spannend war auch gestern das Match. Du hast ja gecastet sogar. Ja, tatsächlich. Also wusste nicht, also du hast bei Johnny im Co-Stream gecastet. Mhm. Ja, war relativ spontan, weil Burki ja vorgestern. Ja. Genau. Bei Johnny war. Und da habe ich halt aus Spaß halt gesagt, so, ich mach's besser als Burki, so ein das Joke natürlich. Und der dann so, mach doch. Und komm doch. Ja, nö, ich hatte momentan ein bisschen Bock, wieder mal ein bisschen mehr unter Leute zu kommen, weil ich jetzt viel auch irgendwie zu Hause vor meinem Rechner saß, so. Und von Braunschweig sind 50 Minuten mit dem ICE von Wolfsburg aus, sag ich mal. Bin ich kurz rüber gesnappt und hat ultra Bock gemacht tatsächlich. Also ich habe ein, zwei Mal schon gecastet, auch 2014 zum Beispiel LCS mit Maxim. Da war er nicht so gut. ja, aber hat ultra Bock gemacht. Und ich fand es auch echt gut. Also wir hatten eine gute Synergy.
Und ich fand den krass. Also ich glaube, der könnte unterhaltsam sein, wenn man sich den anguckt. Wie fandst du die Games? Die Games? Also ich war... Wie hast du die Series so wahrgenommen? Ja, ich gucke nicht so viel Prime League, da muss ich ganz ehrlich sein. Hm. Ist einfach, meistens fällt es in meine Streamzeit oder so und mich reizt jetzt auch außerhalb von Eintracht Spandau Ennore, habe ich auch keinen Bezug zu irgendwem. Geht wahrscheinlich leider vielen so, deswegen strugglen ja auch die Zuschauerzahlen teilweise. Aber ich habe, also erstmal muss ich sagen, ich bin selber nur Pissloaded-3-Spieler und aber ich war ein bisschen überrascht, wie niedrig das Niveau dann teilweise doch war. Mhm. Also von manchen Sachen war ich überrascht, dass das auf dem Niveau passiert, weißt du? Mhm. Also das, ich wäre selber nicht besser, logischerweise, aber manche Fehler dachte ich mir so, okay. Mhm. Ja. Also, keine Ahnung, vielleicht. Hast du dann eine spezielle Situation, wo du jemanden mal Game of Flame möchtest? Ja, also ich denke, der Midlaner von Unicorns gestern hatte ein, zwei Aktionen. Gerade so. Muss es auf Koreanisch dann machen jetzt. Ja, wo so ein Swain in 5 Leute reinflasht, auf einen Smolder, der einfach mit E wegflattert, ja, stirbt. Und auf einmal ist das Game, was Unicorns eigentlich zu 90% gewonnen hat, verloren, weil Eintracht dann Bayern Random kriegt und ihr gewinnt. Also ich meine, ich bin ehrlich, ich glaube nicht, ihr hättet gestern die Series nicht gewinnen dürfen. Ist das so? Ja. Da würde ich aber, also ich bin dabei, dass der gute Toland ein paar... Ja, nicht nur er, es gab überall so Fuck-Ups. Ich glaube, auch, jeder sogar. Ja, jeder. Ich glaube, ein Game war auch, wo Unicorns, ich glaube, das war auch das Smolder-Game, wo Eintracht war ultra behind. Mhm. Unicorns hatte 3 Drakes, in 20 Sekunden kommt der Mountain Drake und Unicorns denkt sich auch immer, lass mal Baron anfangen. Mhm. So, und das war, glaube ich, war das das Game mit Nocturne? Nee, Nocturne war... Das war ein anderer Baron. Nocturne war letzte Game. Ja, auf jeden Fall, das war so ein Baron, so keine Ahnung. Und dann auf einmal gewinnt Eintracht Spandau und die Fighters Game ist gewonnen. Mhm. So, wenn die einfach die Soul nehmen, ist das Game vorbei, so. Dazu muss ich aber sagen, also bei Game 3, das war das Smaller Game, was gewonnen wurde, und dieser Nash-Fight, der war, glaube ich, der springende, das war, glaube ich, der Turning Point. Aus Competitive Sicht, was du so trainierst, war es einfach sehr gut, hat Spandau sehr gut gespielt, um quasi den Druck zu erhöhen und auch die Tools von Unicorns zu lesen, die Engagements, die Flanks, alle zu respektieren und trotzdem sich Raum zu verschaffen. Ja, wie gesagt, ich bin halt auch kein Profi, aber also für mich sah es halt einfach so aus, dass dieser Baron so komplett unnötig angefangen wird. Und wenn du einfach 5 Minuten wartest in dem Game, dann hast du free gewonnen. Das kann man diskutieren. Ja. Also dich überhaupt in die Situation zu bringen, wo Eintracht sie irgendwas machen kann, war in der Situation für mich als Außenstehender, der jetzt nicht viel Pro-Play guckt, super unverständlich. Ja. Aber quasi Unicorns, aus Unicorns Sicht ist Smolder kurz vor seinen 225 Stacks. Ja, aber er hatte bei dem Fight, bei dem Soul hätte er ja noch keine Stacks gehabt, also hätten wir fast Free Soul nehmen können. Mhm. Hm. Also ich fand auf jeden Fall, also dieser Baron Play zum Beispiel fand ich sehr reasonable, das mit dem Swain nach vorne flashen wieder nicht. Also es war Licht und Schatten. Es gab richtig geile Rotationen. Game 1 zum Beispiel, sickes Makro-Play mit dem Herald. Als Winning-Team. Meinst du, dass der so rübergedriftet ist auf die andere Seite da? Das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, ich finde so, als dieses mit dem Herald eingeführt wurde, mit dem du kannst dich freimoven, dachte ich so, naja, dann muss doch das kommen. Und ich sehe es nie. So, oder die Leute fahren gegen eine Mauer oder so. Selten. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, also ich finde es halt cool, dass es einfach mal so auch gemacht wird, weil. Du aber auch selten Setup, du hast selten Setup für 2 Lanes. Also kannst ja nicht, wenn, ne? Also du kommst ja einfach so rüber. Du kommst ja mit dem Herald rein und dann würdest du ja davon ausgehen, dass die anderen Lanes von den anderen gepusht sind, weil du für den Herald ja vorher groupst. Verstehe. Und was Eintracht Spandau gemacht hat in Game 1 ist, sie contesten mit Push, nicht mit allen, aber mit genug Leuten, um Unicorns zu signalisieren, wir wollen gleich den Drake machen, weil der war ja ab. Und Eintracht Spandau war Winning Team. Und dann ist es eigentlich aus Unicorns Perspektive immer so, dass das Winning Team den Drake machen wird als nächstes. Weil es einfach on timer spawnt, so ist einfach, ist der Standard-Play. Instead nutzt man Italia Top-Lane, um den Herald zu placen. Zanzara zeigt sich nicht, Shadow quasi. Die kriegen Tier 2 Top-Lane und shiften in die Mitte, weil Unicorns in der Zeit Drake gemacht hat. Das heißt, du hast einen insanen Gold-Swing auf 2 Tier 2 Turrets. Mhm. Und ohne zu fighten. Einfach nur, weil du Sachen nimmst, die standardmäßig sind und die aber anders denkst und dann, also das sind halt einfach sehr, sehr krasse, sehr, sehr smarte Makro-Plays. Deswegen, das Niveau generell, also das Niveau generell zu kritisieren, schwierig, aber es gab so sehr viel Licht und Schatten, würde ich sagen. Ja, ich finde es auch immer, ich mag das auch nicht so, also ich bin halt kein Profispieler, die beschäftigen sich 9 Stunden am Tag damit, wenn sie dann mal ein bisschen anmaßen zu sagen, die haben schlecht gespielt, die haben schlecht, ich kann das ja nur so als aus Laiensicht sagen, und ich dachte, dass weniger von diesen kranken Fehlern passieren, die individuellen Fehler so. Mhm.
Und aus neutraler Sicht, sag ich mal, wenn ich jetzt kein Eintracht-Spandau-Ultra wäre, würde ich sagen, dass Unicorns, wenn die nicht diese kranken individuellen Fehler gemacht, also deren Fehler sind meiner Meinung nach einfacher zu fixen als Spandaus Fehler. Müssen wir eine Chicken Ray haben. Ja. Ja. Also aus Spieler, du sprichst quasi aus spielerischer Sicht, aber mein Punkt ist der, dass du die Fehler, die Eintracht Spandau macht, über Draft und Mindset fixen kannst. Und du siehst ja, quasi. Aber Draft und Mindset, also Mindset fixen ist ja zum Beispiel ultra schwer. Das kannst du nicht einfach fixen. Das ist ja. Nur doch. Also du kannst ja, wenn ich dem Lilip sage. Sei mal nicht so schlecht drauf. Das klappt bestimmt, Rugi. Wenn ich ihm sage, pass auf, du tradest nicht mit Tollan Flash Mitte, dann macht er nicht. Hoffe ich. Ja, aber das ist ja zum Beispiel etwas, da habe ich gestern mit Johnny tatsächlich drüber geredet. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Lilip ein schlechtes Series hat oder so, das will ich mir wie gesagt nicht anmaßen oder so. Aber ich habe dann darüber geredet, dass ich mich bei vielen Plays von Lilip halt als Supporter ultra reinversetzen kann. So. Und wenn man jetzt davon ausgeht, also er hat ja im ersten Game Pike gespielt, zweites Game Camille, das sind ja alles sehr flippy Support, sag ich mal. Wo du schon, da ist klar, du willst Level 1, Level 2 ordentlich Party machen. Und wenn das nicht klappt, dann siehst du halt schlecht aus. Ist einfach so. Ja. Mhm. Und dann frage ich mich, wie kommuniziert man das als Coach, wenn man merkt, okay, das klappt gerade nicht. Vielleicht auch gar nicht wegen dem Spieler, sondern einfach, weil es gerade das Momentum dafür fehlt. So. Geht man dann zu so einem Spieler hin und sagt, pass auf, Lilip, erst zwei Games waren jetzt nicht, also nicht mal auf seine Performance bezogen, sondern es lief nicht so. Wie wär's denn mal mit einer Lulu? Weil ich habe dann zu Johnny gesagt, wenn ich jetzt überlege, ich bin in der Best of Five, ersten zwei Games liefen für mich schon ultra kacke. Vielleicht nicht mal meine Schuld, sondern ich bin einfach von meinem Team irgendwie in ein paar Situationen verkauft worden. Mhm. Das ist mega unglücklich gelaufen. Und habe meine Comfort Champs vielleicht gespielt. Ich kenne natürlich Champion Pool jetzt nicht und was die in Scrims spielen. Aber wenn dann jetzt so ein Phil zu mir kommen würde und sagt, Kutscher, ersten zwei Games liefen nicht so, wie wär's mal mit einer Lulu? Da wärst du ein Tilt oder? Dann wär ich Mental Boom. Ah. Ja. Okay, verstehe. Ja. I mean, muss man halt die richtigen Worte finden, glaube ich. Aber ja. Ich glaube, die Aussage kann man schon finden, so ungefähr. Also ich glaube, die kann man schon sagen, ey, es ist jetzt besser für uns, wenn wir das und das spielen. Ja. Und das kann natürlich trotzdem, also ich kann man ja drauf. Fände ich interessant, mal mit jemandem, der davon affected ist, zu reden, ja. Wie man damit umgeht. Weil ich würde es dann direkt auf mich beziehen, dass ich halt scheiße gespielt habe. Und da ist auch jeder Spieler anders. Auf so ein entstandter Point-and-Click-Scheiß stellen will, weil die merken so, oh, das läuft bei dem nicht. Ja. Und das wird mich ultra tilten, dass ich dann in dem Game noch nervöser wäre und noch mehr Sachen hinterfrage. Und ja. Aber genau das musst du als Coach innerhalb deiner regulären Saison rausfinden, wie du tickst. Ja, aber ungefähr. Das stelle ich mir sehr schwer vor, dass man sowas fixt. Weil das, glaube ich, sehr viel mit Spieler zu tun hat. Naja, du kannst, also. Du hast Möglichkeiten in der Saison halt das kennenzulernen oder halt zu sehen, wie reagieren Leute wann, wie. In Scrims ja auch, da spielst du auch mal ihre Partien. Und dann musst du halt schon den darauf vorbereiten oder du musst halt selber sehen, okay, wie tickt dieser Mensch? Und jetzt kann ich halt dem das geben. Bei der ganzen Saison stimme ich dir zu, aber jetzt, wenn du so ein besser Pfeife hast und du merkst, okay, da war, Mindset war Difference, das bis zum nächsten Mittwoch oder so zu fixen, das ist doch ultra schwer. Das schaffst du jetzt nicht, wenn du die ganze Saison nicht geschafft hast. Mit Mindset meinte ich nicht unbedingt den Menschen ändern, sondern Mindset wie man das Spiel approacht. Ach so, ja okay, das ist was also anderes. Ich kann zu Lilip gehen und sagen, spiel weniger aggressiv. Also dass du sagst, wir spielen jetzt Weakside Botlane zum Beispiel. Das meinst du schon als Mindset? Ja, okay, also, das stimme ich dir zu. Einfach das grundsätzliche Mindset einfach anpassen zwischen Runden. Das ist ja drin. Das muss ja jeder Spieler können. Ja, nee, dann stimme ich dir zu. Und dann hast du so, was du ansprichst mit dem Mindset/Charakterzüge so, dass man das auf sich bezieht. Ich persönlich denke, dass ein Coach in der Season die ganze Zeit darauf zuarbeiten sollte, dass sich diese Charakterzüge, die destruktiv sind, und dann ja, das wäre ein destruktiver Charakterzug, dass man daran arbeitet, das fixt und dann aber in Playoffs und in Vorbereitung zu den Playoffs das nicht mehr macht, sondern dann musst du manipulativ sein ein bisschen und auch smart und quasi um diese Charakterzüge rum kommunizieren. Nee, ja, stimme ich dir zu. Damit der der Spieler und der Mensch funktioniert, wenn es drauf ankommt. So. Das ist, glaube ich, das, was der Coach halt in dem Fall machen muss. Ja. Ja, ja, ja doch. Ja. Und ansonsten denke ich, vieles war Draft. Zum Beispiel ja, Draft Game 4, wo was? Wir Rakan oder was? Game 3? Game 3, Smolder Rakan, oder?
Ja. War das Senna S-Wheel Game? das Ash S-Wheel Game? Nee, das war Game 4. Das war Game 4. Und aber Game 3 war das, was ihr noch gewonnen habt. Wo nee, ich meine, das war mit Smolder dann. Das war mit Smolder. Aber auch da wieder, so zu viel Risiko genommen im Draft, meiner Meinung nach. Weil du gehst wieder für Smolder Scaling und dann pickst du aber in eine Lulu rein, glaube ich sogar. Lulu Zeri Rakan habe ich auch nicht verstanden. Genau. Und aber das ist schon wieder so ein Ding, das will ich gar nicht kritisieren oder so sagen, das finde ich komisch, weil ich habe keine Ahnung, also was die Scrim und ob das auf dem Niveau gut ist. Auf meinem Niveau würde ich sagen, Rakan Smolder gegen Zeri Lulu, da kannst du direkt FFen. So. Genau, aber es ist ja, das kannst du ja einschätzen. Du kannst das Matchup einschätzen für dich. So. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, vielleicht ralle ich irgendwas nicht, was auf einem höheren Niveau passiert, weißt du? Mhm. Aber ich denke mir, der Rakan kann nichts machen. So, wenn er irgendwie drauf weht, dann eht die Zeri. Wenn er auf die Lulu weht, dann zerfetzt die Zeri alles in der Lane. Mhm. Und du kriegst den Smolder nicht durch die Lane. Die Zeri skate ja auch nicht schlecht. So. Aber das sind immer so Sachen, finde ich immer schwer, dann als Amateur zu urteilen. Ja, ich gebe den Jungs auch mal Benefit of the Doubt. Ich bin ja auch nicht beim Streams dabei. Aber das ist für mich so ein Fragezeichen, wo ich mich frage, hätte man da nicht einen solideren Supporter picken können? Und dann sieht das Game, dann würdest du nämlich nicht hier sitzen und sagen, eigentlich hätte die Unicorns gewinnen sollen, sondern würde Eintracht Spanner in der Lage gewesen sein, das Early Game besser zu managen und nicht überall Sachen abgeben zu müssen, einfach nur, weil das Support-Matchup besser ist und damit Botlane stabiler steht. Ja, mir fällt es halt schwer zu sagen, wie immer einzuschätzen, wie viel Draft ist und wie viel dann doch Player-Gap ist, weil wenn du die Games anguckst, war Botlane schon krank behind oft, also... Ja. Und wie viel davon ist jetzt Prozent vom Matchup und wie viel Prozent ist, dass Unicorns Botlane einen viel besseren Dark erwischt hat? Das will ich nicht beurteilen, keine Ahnung. Mhm. Ja. Das stimmt schon, ja. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, um auf die Frage zurückzukommen. Der Cast war sehr geil. Könnte ich mir auf jeden Fall öfter vorstellen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht. Das ist auch schön. Ja. Wenn ihr allerdings Game 4 spielen würdet und ihr seid die Botlane und werdet 10 Minuten lang von der Lane gesaunt. Das wird mir ja gar nicht passieren, Kevin, weil ich würde den Blue Buff sein lassen und doch meine Lane laufen. Aber ich habe gestern nachgefragt. Die Antworten waren für mich nicht zufriedenstellend. Aber das fände ich super interessant, weil, wie gesagt, ich rede immer aus Laiensicht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mehr Ahnung als irgendwer habe. Gott bewahre. Mhm. Habe ich nicht. Aber wenn ich mir das angucke, als Laie, du contestest gegen Ash Eswil ein Level 1. Also. Mhm. Okay, und jetzt, ich habe das ja gestern gefragt, am Fliesentisch, schöne Analyserunde. Und die Antwort war, Man will auf gar keinen Fall, dass die Botlane Mapsplit oder was? Dass der Mapsplit zustande kommt. Ja, aber der kommt ja sowieso zustande. Du kannst es ja einfach nicht verhindern, wenn die das wollen. Und das habe ich auch gesagt. Aber das Team insgesamt war der Meinung, dass das, was die gemacht haben, die richtige Entscheidung war. Hm. Und dann aber mit dem Outcome ist das sehr schnell zu verargumentieren. Ja, aber quasi deren Take ist jetzt, muss man im Replay gucken, was da falsch gelaufen ist. Ja gut, es kann natürlich sein, dass wenn du da irgendwie mit 3 Flashes auf jemanden committest, dass das dann spielbar ist. Aber ich denke, wenn da eine Sache schief geht und der Slow von Ash auf jemanden drauf ist, dann werden die immer runtergechased. Eswil Ash Level 1 ist, glaube ich, nichts Schlimmeres als vielleicht eine Kalista noch oder ein Pike oder sowas. Ja. Aber vor allem, du bist ja auf Range. Also, die können ganz auch nicht auf die Leute committen. Mhm. Fand ich sehr schwierig. Bin ich voll bei dir? Ich denke nur immer, wenn ein Team gemeinsam so etwas entscheidet, finde ich es immer nice, weil... Das ist erstmal ein Punkt, ne? Weil jetzt könnte man sich natürlich auch irgendwie streiten, hast du nicht gesehen, und ich glaube, das ist was wir jetzt in der Saison halt gucken mussten, dass alle sagen, wir wollen das machen. Ja. So, und das ist erstmal, sag mal, sehr gut für uns gerade, dass alle sagen, ey, wir wollten das alles machen. Auf jeden Fall, und dann, ja, natürlich müssen sie jetzt sich im Nachgang was angucken und vielleicht sitzen die im Review alle da und sagen, ey, Leute, wir haben es... Du hast auch einfach nicht so Bock, wenn du aus einer schwierigen Series kommst, gewinnst das gerade das Ding 3-2 über die Scheißsachen zu reden, sondern einfach mal vielleicht auch dann guten Sachen lieber mal rausstellen. Ja. Ich sehe da so ein bisschen an so einen Toni Kroos, so, weißt du? Der hat auch, wenn er die Champions League gewinnt, keinen Bock drauf zu reden, ob Liverpool besser war, weißt du? Ja, der hat gewonnen und dann sollten die Journalisten vielleicht auch mal dementsprechende Fragen stellen. Das ist auch wahr, ja. Du hast mal gefragt, wie wir quasi Botlane spielen würden. Wir hätten uns auf den Botlane Tower geschmiegt, hätten keine Trades genommen und hätten mal gesagt, Unicorns. Nee. Du hättest keine Trades genommen, ich wäre reingefahren, dann wäre die Lane vorbei gewesen. Na gut. Ja, okay, aber das Risiko für Unicorns erhöhen. Und ich krieg XP und, also ich krieg mindestens mal XP. Und, ja. Das ist ein Level 3 Tower Dived. Ja, das könnte passieren, ja. Aber dann hast du immer noch mehr XP als Level 0.
Und Luzi ist. Ja, war schon insane, wenn Funky Level 1 kam und Ezreal Level 3 allem, und geht da rein und macht Q und er ist wieder Hälfte HP, muss wieder basen. Wo er Ezreal Level 5 war oder so und Ciri und immer noch Level 2. Vor allem, und dann war ja, bin ich der Meinung, wenn du in dieser Position bist als Unicorns, also die haben sich den krankesten Lead ever dadurch erspielt, aber die Execution dann war schon sloppy, weil die haben dann nochmal Kills abgegeben in einer Situation, wo du da in der Situation meiner Meinung eigentlich gar keine Kills mehr abgeben kannst. Mhm. Weil das ist auch, da hat das Team, also kann ich so sagen, ne, die haben ja gesagt, okay, wir haben Game 4, war scheiße, so, aber die sind praktisch in Game 5 sehr, sehr selbstbewusst reingegangen. Game 5 war auch das beste Game von Spiel. Genau, weil die hat meinen, ey, Game 4, es ist jetzt nicht so, die Unicorns war jetzt nicht, die haben uns gestompt, wir sind live, sondern die haben es halt nicht clean und fast untergespielt und haben gemerkt, okay, eigentlich, ja, die haben es halt schon gefickt, aber passiert. Die waren halt nicht so dominant, so ungefähr. Ja. So mal gesehen, die konnten immer wieder auch mal selbst mit 8K Gold behind irgendeinen Fight nehmen, irgendeinen Trade nehmen oder so und haben gesagt, ey, wenn wir Game 5 gehen, die sind jetzt nicht online, so. Die sind, wir können da, wenn wir unser Game machen, dann gewinnen wir gegen die. So. Ja. Game 5 war dann das erste Game, wo ich das Gefühl hatte, dass Spandau so ein bisschen proaktiv am Drücker war, weil die ersten Games davor, vielleicht Game 1 noch auch, aber die anderen Games war immer Unicorns macht irgendwas und wenn die, also, und Eintracht hat nur auf Fehler quasi kapitalisiert, so. Mhm. Und Game 5 und in Teilen Game 1 fand ich war dann wirklich, gerade Game 5 war sehr, die haben ihr Ding durchgezogen so und ihren Gameplan gespielt. Vor allem auch von Anfang bis Ende mit einem Draft, der easy zu exekuten war, der auch Antworten parat trifft, dass sie die Gegner anbieten. Dann wurde individuell besser gespielt, Bot den 2v2 killed. War alles saugeil. War richtig gut. Ja. Genauso toll übrigens, wie der für mich der Pick der Pick der Woche? Der Pick der Woche von mir aus ist der TF Top-Pick, ja. Ja, der hat sehr genial. Viel Zeit rausgeholt für Scaling und sowas. Ja. Also der hat, glaube ich, ganz dritte Game gewonnen und damit auch die Series gewonnen. Ja, Austin Force, passt mal lieber auf. Wir haben da noch einige Picks im Petto. Wir haben nämlich einen echten Österreicher. So, das ist wirklich wahr. Ja, wir haben eigentlich die Austin Force bei uns. So. Jetzt ist bei uns 2 Wochen Pause. Also nächste Woche spielt NNO gegen SK. Mhm. Das heißt, wir trainieren die ganze nächste Woche, haben also dann ein paar Off-Days dazwischen. Und dann spielen wir erst dann darauf die Woche Mittwoch unsere Series. Ist das was Gutes oder ist das was? Also wir haben jetzt praktisch 2 Wochen Pause. Ist das gut oder unangenehm für Spieler? Was sagst du, Brücki? Unangenehm. Weil du nur Scrim, also du hast jetzt diese Experience gemacht, Best of 5, und dann hast du 2 Wochen Pause, sind zu viel, würde ich sagen. Weil du jetzt nur Scrim-Data bekommst. Mhm. Und das ist nicht angenehm. Du willst eigentlich mindestens einmal die Woche spielen. Und im Best Case, würde ich sogar sagen, ist, wenn du Montag spielst, Mittwoch spielst, Freitag spielst. Wenn du einmal diese Woche so richtig krass durchtaktest, du bist die ganze Zeit im Best-of-Five-Format auch im Kopf und kannst wahrscheinlich, du spielst einfach besser. Vor allem ist ja auch so ein bisschen, also das Momentum verfliegt ja völlig, ne? Genau. Also sagen ja viele Spieler, ich glaube auch Tristan ist da ein großer Verfechter, dass so ein langer Playoff-Run manchmal auch ganz gut sein kann. Mhm. Aber nur, wenn er dann auch ordentlich durchgeführt wird. Ja, wenn du dann 3,5 Wochen Pause zwischen jedem Game hast, dann verfliegt ja jedes Momentum. Mhm. Ich weiß nicht, ob man, ich habe jetzt mit den Jungs noch nicht geredet, wie die drauf sind, ob die da mega hype waren oder so, ob da viel Momentum mitgegangen wäre. Aber ich glaube, jegliches Momentum, was du potenziell kriegen könntest, verfliegt bei sowas natürlich. Ja. Ist aber auch, muss ich auch sagen, auch aus Zuschauersicht, jeder Hype, den du in so einem Playoff-Run, wenn die, ja, denkst du jetzt, ja, und jetzt musst du 2 Wochen warten. 2 Wochen Pause, so. Keiner hätte das so gehypt, diesen Miracle-Run. Ja. Das war Hype, dann 3 Tage später kommt das nächste Game, das ist wieder so ein Banger. Ja. Und das finde ich dann irgendwie, klar, competitive ist es vielleicht besser, sich länger vorbereiten zu können, aber muss alles immer... Also wir hätten auch lieber früher gespielt. Also wir haben jetzt im Nachgang, muss natürlich sagen, wir müssen uns an der eigenen Nase fassen. Also wir haben jetzt im Nachgang, als wir dann in der Position waren, wir sind Lower Bracket, haben wir auf den Turnierplan geguckt und haben gesagt, ey, das sieht ja voll scheiße aus. So, und dann haben wir gesagt, so, das ist scheiße, können wir dann noch was ändern und so. Und danke dir. Das ging halt dann nicht, ne? Also offensichtlich kannst du jetzt nicht dann zu den Playoffs sagen, ey, wir ändern jetzt mal noch Termine. Also wir hätten jetzt lieber auch an dem Tag, wir hätten jetzt gerne in dieser Woche oder in der nächsten Woche sozusagen, direkt das nächste Game gespielt. Mhm. So. Und dann halt darauf die Woche, weil wir jetzt natürlich,
Weil andersrum ist natürlich so, wir in zwei Wochen spielen praktisch an einem Mittwoch das Spiel gegen Austin Force. Mhm. Und dann haben wir einen Tag Pause und dann am Freitag direkt spielen wir gegen NNO oder SK. Also wir haben da einen Tag nur Zeit, uns vorzubereiten. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass halt Lower Bracket Nachteile hat gegenüber Upper Bracket, ne? Na, den hast du ja schon, allein da ich das Winning Team. Habe ich gestern Zeit auch gesagt, ja. Ja. Und dass du halt im Lower Bracket starten musst, ist ja auch ein Nachteil. Ja, ja, genau. Also das ist, aber, ja, also es ist einfach, also was Terminlichkeiten angeht, ist so, ganz oben sitzt halt König LEC und wir müssen uns daran regeln, was halt kommt. Die, die Administrative muss auch noch die zweite Liga machen und so. Mhm. Wir haben einfach nicht die beste Schedule für uns. Ja. Ich finde es halt aus Zuschauersicht allein schon schade, weil man kämpft immer um Zuschauer in der Prime League, sag ich mal, aber so ein Schedule zerstört halt jeden Hype, der aufkommen kann, meiner Meinung nach. Also finde ich als Zuschauer super boring, weil ich hätte jetzt Bock, was hatten wir jetzt, Donnerstag und Sonntag kommt das nächste Match. So. Mhm. Dann hast du 4 Tage Zeit, so ein bisschen auch Storyline-mäßig vielleicht was aufzubauen. Ist für Content-Teams natürlich jetzt auch nicht einfach, in 4 Tagen Content rauszubauen. Ja, aber. Aber das, die Leute halt irgendwie mitzunehmen, ins Boot zu holen und da Hype zu generieren, weil so ist es meiner Meinung nach nicht geil. Ja. Was denkt ihr gegen Austin Force? Wie sind die Chancen? Ich habe ja gerade von Licht und Schatten gesprochen, ne? Und von High Highs und Low Lows und so. Mhm. Und das habe ich bei Schalke gegen Austin Force nicht so sehr gesehen. Ich finde, das war alles sehr, sehr average. Ich glaube, das ist so die Mitte der deutschen, der deutschen Liga. So, das ist so das Mittelmaß, die beiden Teams. Und ich glaube, dass Eintracht Spandau besser ist. Das war's. Egal. Ich kann es halt gar nicht beurteilen. Ich habe Schalke aus dem Force nicht geguckt. Und also ich fände es sehr schade, wenn Eintracht rausfliegen würde, wieder aus Zuschauersicht. Wäre doch auch kacke gegen Austin Force. So. Was wäre das? Also gegen Unicorns kannst du sagen, okay. Also man muss natürlich an dem Punkt sagen, wer jetzt sagt, ja, Austin Force ist ja nur Austin Force. Ey, das wäre ja, das ganz, ist natürlich Quatsch. Ganz gefährlich. Also das ist ja, ne, also nur wenn man jetzt, weil die haben ja bewiesen, so, dass die jetzt schon ein Team sind. Ich glaube, die nehmen sich in der Liga, also sonst wäre die Liga auch nicht so close gewesen. Also so wirklich viel, außer wahrscheinlich die Top-Teams so. Das Einzige, was man wirklich sagen muss, ist, Austin Force hat bewusst hat natürlich nicht uns gewählt, sondern einen Schalke. Ne? Also die wollten nicht gegen uns spielen. Austin Force matcht auch so von den Spielerprofilen her, glaube ich, uns etwas besser. Weil die haben, deren Botlane ist nicht so stark. Es gibt klare Fehlerpatterns, die man abusen kann. Das wird unser Coaching-Staff auch rausarbeiten. Die haben einen sehr starken Top-Laner. Und wenn Vertigo ein Ego-Problem hat, dann ist es schlecht. Aber hat er ja nur in Game 5 gegen Gwen. Also ist ja kein Problem. Also Vertigo ist schon... Vertigo hat gut gespielt, oder? Ja, hat er. Aber der spielt an sich halt der gut, ne? Der gut, ist ein guter Spieler, aber der muss halt auch lernen, dass man das Game gewinnen muss und nicht die Lane. Aber er muss sich auch mal Schutz nehmen, als er da im Game 5 auf Botlane gegen Gwen stirbt als Gesandte. War noch Game 5, ne? Mhm. Ja. Also... Ich hätte da 20 Millionen Euro gegen gewettet, dass die Gwen ihn nicht one-shottet. Und auf einmal geht dieser Helfbar runter. Mhm. Crazy. Ja, weil er in der Ult-Form ist und dann mehr Schaden bekommt. Ja, oder so. Ich glaube, sie hat gerade Voidstuff Power Spike geetet und dann ist halt MR auch nicht mehr so wichtig. Ja. True. Ja. Lass uns doch noch tiefer abtauchen in der Welt des E-Sports. Und da bin ich, eigentlich muss ich sagen, gefühlt raus, weil mich interessiert diese Scheiße die überhaupt nicht, die abgeht. Aber muss ich sagen, du verpasst was. Also, ja, ich bin aber auch ich bin kein Dramamensch. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Auf Div 3 Drama, ne? Darum geht's jetzt? Nee, es geht jetzt um Rümer E-Sports geht's jetzt da. Ich muss ja sagen, ich bin großer Div 3 Konnoisseur und ich bin ja auch Stellvertreter der Div 3 Szene. Ich bin der offiziell nach offiziellen Tierlisten schlechteste Support der Div 3. Tatsächlich. Danke geht aber da raus. Geil. Das ist so geil, ne? Du musst dir vorstellen, also die Div 3 stelle ich mir immer wie so einen Haufen pubertierender Jungs vor, die sich gegenseitig, wie vulgär darf ich sein? Mach was du willst. Den Schwanz wichsen. Ne? Also wirklich, die kennen sich untereinander. Das ist dann auch teilweise sehr edgy und sowas. Mhm. Sind auch viele coole Leute, also wir sind alle über einen. Du bist auch dabei. Ich bin auch dabei. Ja. In den Augen vieler Div 3 Spieler bin ich wahrscheinlich nicht sehr cool. Ist auch okay. Nee, aber da gibt's da jedes Season irgendwelche Tierlisten, wo die dann Leute, also wirklich auch auf Serious bewerten und dann da irgendwelche Kommentare lassen. Die haben nicht ein Game von irgendwem gesehen, das merkst du nach 2 Sprüchen so. Ja. Alleine, ich kenne die Leute da auch alle gar nicht. So die Tierlisten. Mhm. Da sind ja teilweise 100 Leute drin, so. Mhm. Wie bewertet man die? Aber gut. Ja, stimmt, Div 3 sind ja auch nochmal mehrere Brackets, so, ne? Genau, sind ja es gibt 2 Brackets in Div 3 und dann irgendwie zwei Gruppen sehr viel mehr und dann sehr viel mehr noch in Div 4. Ja. Und diese Tierlisten, diese Lower Divs, die sind cool,
Weil, also die Leute leben halt ihre, die Leute leben halt League. Und das ja. ist auch cool. Das kann ja auch, ja, da kann man nichts gegen sagen. Verstehe mich auch nicht falsch. Ich finde das auch geil, dass es das gibt. So. Ja, ich finde es also, auch immer. Ich finde auch, von mir aus können die mich auch in F-Tier ranken. Mir ist das ja scheißegal. So, ja, ich verdiene mein Geld mit League of Legends. Was will ich mehr? Ich habe ein gutes Leben. So. Jetzt soll die mal kommen. So, also. Nein, aber ich finde es einfach geil, das so ein bisschen rumzuspeisen, weißt du? Weil ich, wenn ich dann da unten gerankt bin und da gewinne ich gegen irgendeinen von den Vollusern, ist halt ultra geil, weißt du? Nee. So. Aber die haben irgendwie immer die Tierlisten sind auch wirklich immer wild, kann ich bestätigen, aus der Zeit, als wir quasi uns da durchgespielt haben. Da Röki war in D4 nicht der beste ADC. Der wurde irgendwie in A-Tier gerankt. Und drei Leute waren über ihm. Also, aber das Geile ist, ich meme das halt voll gerne, weil ich finde es ernst geil, dass das Content darum gibt. So, das ist wirklich wie so. Also es ist, wenn du dich damit dieser Szene auseinandersetzt, macht es mega Bock, weil es ist so ein bisschen Dorfvereinmäßig. So da ist nicht viel, also das Niveau ist nicht schlecht tatsächlich mittlerweile. Ist ein, wenn man es mit früheren Seasons vergleicht, echt gutes Niveau. Also gerade in Div 3 gibt es viele Challenger-Spieler, Grandmaster-Spieler und das dient für viele auch als Sprungbrett in professionellere Ebenen dann. Aber so das ganze Miteinander ist halt sehr, sehr familiärer, würde ich sagen. Man kennt sich untereinander. Und dadurch entsteht halt cooler Content, meiner Meinung nach. Deswegen hört bitte nicht auf mit den Tierlisten und rankt mich bitte immer als schlechtestes Sport. Na, aber also ich finde das, was du auch sagst, das macht ja so eine Liga dann auch lebendig. Genau, ne? das ist so dieser Core-E-Sport-Gedanke, der da noch stattfindet. Ja. Und Leute reden miteinander, üben dann übereinander. Genau, das finde ich auf dem Dorffest, du weißt, da kommt der Bauer Hotzke und du findest ihn scheiße. Genau, und dann ist mit natürlich das Verhalten, über das wir gleich reden werden, noch trauriger. So, was ist... Was nämlich wichtig ist, bevor wir über das Verhalten jetzt im Besonderen reden, was wir davon mitbekommen, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie bei dir ist, ich scroll durch Twitter und dann sehe ich einen Beitrag und dann steht da, irgendjemand hat... Also es gibt immer wieder mehrere Dramen, aber man bekommt, weil Social Media so ist, wie es ist, nur die Dramen mit. Man bekommt ja nicht mit. Was übrigens sehr schade ist, weil die ganze Exposure, die diese Org gerade bekommt, das ist ein Vielfaches von dem, was sie jemals hätte mit normalem Content bekommen können. Ja, auch richtig. Aber du bekommst immer nur quasi die negativen Auswüchse mit. Immer nur das, was polarisiert. Du bekommst ja nicht mit, wenn jetzt irgendein Team sich aus Div 6 fünf Freunde spiele ich auch von Div 6 in Div 3 hoch. Das ist eigentlich eine riesen Erfolgsgeschichte. Naja. Richtig geil. Ja, niemand rafft das. Aber das ist ja das, was alle das immer feiern. Dieses, was es jetzt oben nicht mehr gibt, weil es überall gefranchised ist und sowas. Ja. Und das hast du halt, dieses Geile hast du halt in diesen Lower Divs. Und ich muss sagen, ich fieber auch bei unseren Ligen richtig mit. Ich gucke mir auch gerne so einen Cast von anderen Teams in der Gruppe an. Das macht mir einfach Bock. Aber bekommt man diese Storylines mit? Weil ich habe die gar nicht mitbekommen. Was ich mitbekommen habe, ist, dass sich irgendeine mit einem Hakenkreuz hat nackig fotografieren lassen. Dass irgendwelche Damenteams sich gegenseitig durchbeleidigen. Nein, also es ist Amateurbasis so. Und auch der Content, der entsteht, ist Amateur, weil die Leute kriegen da nicht viel Geld für. Manche Divs haben ein bisschen, manche Orks haben ein bisschen Kohle, aber das ist alles, du kannst jetzt kein Eintracht-Spandau-Video mit dem Budget produzieren, was die da haben. Das heißt, das Einzige, was wirklich an Content da ist, ist meistens Drama. Aber dadurch finde ich, es wird es noch geiler, weil Drama reizt ja noch viel mehr an. Also, weiß ich nicht, das ist einfach wie so eine schlechte Telenovela und denkt man sich auch so, warum guckt man die Scheiße, aber irgendwie catcht es einen dann doch, weißt du? Worauf ich kommen will, ist, Div 3 und 4 hat, also man bekommt immer nur mit, wenn es negativ ist, wenn Drama ist. Aber da sind auch sehr viele Leute, die halt einfach permanent spielen, sehr sportlich sind und einfach zocken wollen. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt viele Splits Div 3 gespielt, Div 4 gespielt und in 90% der Fällen sind die Leute auch korrekt so. Also du hast wirklich sehr selten Leute, dass sie dann, wie jetzt in unserem Fall, dass sie dann irgendwelche Deathwins mitnehmen oder so. Also die Leute sind ja auch da, um zu zocken. Das ist ja, man nimmt sich die Zeit dafür. Was ist der Fall? Worüber reden wir? Okay, also kurz. Ich möchte eine Lanze noch brechen, weil ich habe das oft gehört, dass einfach Leute, die auf Lower Devs so hinabschauen, die es eigentlich gar nicht nötig hätten. Und ich finde, das muss gar nicht sein. Das finde ich auch schade, weil das ist so das Backbone der ganzen Szene, finde ich. Richtig. Also, ich mache auch meine Späßchen und sage, oh, das sind Pisslos, bla bla. Aber ich bin selber Div 3, so weißt du. Und irgendwo muss man anfangen und ich finde es auch, das Niveau wirklich, also wir haben letzte Saison Eevee rausgekickt aus dem Pokal. So. Das ist schon geil. Das ist schon übel so geil. Also wir sind jetzt kein Div 1-Team. So. Klar, in 100 Games ballern die uns 99 mal weg, vor allem wenn sie mit dem Main-Roster zocken. Aber allein, dass sowas passieren kann, zeigt ja, dass
die Gap auch nicht so riesengroß ist. Ja, so. Ja, und an sich ist ja, also ich glaube, das Statistische, das hat die Premier League, die größte Liga der Welt, ja. Ist für League of Legends da. Und das finde ich einfach geil. Ja. Also diese, wie gesagt, dieses Kreisliga-Feeling oder wie auch immer. Und du zockst da gegen Leute und so, die du kennst dann so teilweise über die Jahre oder wie auch immer. Ich finde es ultra geil. Ja. So, also mich interessiert nur persönlich dieses Drama halt einfach nicht. Weil ich kenne auch die Leute nicht. Genau, aber wenn du so einfach nicht so dich selber bewegst so. Mhm. Und dann auch ein paar Namen kennst, weil du gegen die schon gezockt hast, dann wird es irgendwann cool. Ja, ja, klar, dann denkst du schon, was passiert. Das ist cool. Ja. Und dann auch diese, wie gesagt, diese Tierlisten. Ultra das Meme, aber die bringen Spice rein, weißt du? Weil dann hast du, dann ist der eine mad, also manche sind da wirklich legit richtig mad drüber, ne? Aber es ist teilweise auch, also manche Leute, gerade so Coaches oder so, in Div 3 Coaches macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn so, aber irgendwo müssen auch die Leute anfangen, ganz ehrlich. Ja. Aber die lassen sich dann von dieser Tierlist blenden. Aber das ist ja auch oben immer noch so. Also ich habe ja auch viele Spieler, die Brokis-Tierlisten teilweise kritisiert haben, weil dann sich ein Bild ergibt von Spielern aufgrund einer Meinung von einem Einzelnen, was ja gefährlich sein kann, wenn du jetzt zu viel Wert drauf legst. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich finde diese Tierlisten gerade in den Lordis, die geben ultra den Spice, es macht ultra Bock, wenn du dann auch gegen die Leute halt gewinnst. So. Und ja, also bockt. Jetzt haben wir genug Lanzen gebrochen für Div 3, 4, 5 Teams. Gehen wir rein ins Thema. Da müssen wir erstmal erklären, was das Thema ist, ne? Yeah, also willst du es erklären? Ich kann es kurz zusammenfassen. Also es geht darum, Ryuma eSport, das ist eine Org, die gibt es, glaube ich, noch nicht so lange, 2-3 Splits oder so, die auch auf sehr professionell das irgendwie aufziehen. Zum Beispiel, muss ich auch direkt mal abranten. Warum machen diese ganzen deutschen Amateur-Orgs andauernd Statements auf Englisch, Alter? Als ob irgendwer aus Brasilien sich das anguckt und denkt, ich brauche jetzt ein Statement auf Englisch. Bleibt bei Deutsch, Alter. Bildet euch erstmal eine Fanbase. Da kann man da oben immer noch expandieren. So, aber haben die nicht manchmal Spieler, die irgendwie Englisch sprechen? Ja, dann machen die Google Translate, Alter. So, dieses auf Englisch, das kommt so. Ihr habt bestimmt auch Fans, die auf Englisch zugucken. Nee. Ja, also macht ihr auch keine Statements auf Englisch. Ja. So. Nee, aber das finde ich cringe. Da muss ich mal kurz loswerden. So, und da ging es darum, dass... Das ist schon true, man, auch auf Deutsch alles, ne? Ja, so, ja. Da ging es darum, dass die halt nicht so einen guten Split haben, obwohl die gut Geld in der Hand genommen haben teilweise. In der Tierlist auch sehr weit oben gerankt waren. Und halt einen schönen 0-8-Start hingelegt haben, ne? Und dann wurden auf einmal Spieler direkt schon im Split gekickt. Also die haben quasi, ich glaube, 3 von 5 Spielern komplett ausgetauscht, so. Und lief immer noch nicht. Und jetzt kam quasi so ein bisschen zum Standoff. Ich glaube, InSport, das ist ein Team, das 6-6 oder so stand. Die hatten noch Chance auf Playoffs, weil Top 4 sind Playoffs. Ich glaube, 8 Platzierte in der Liga, der steigt direkt ab. Und da stand Ryuma, glaube ich. Oder halt auf dem 7. Also auf jeden Fall Relegation mindestens. Und dann ging es darum, in Div 3 ist es noch so, du musst dich quasi selber mit deinem Team, Gegnerteam auf den Spieltag einigen. Es gibt einen Standardtermin, das ist Sonntag 17 oder 19 Uhr, glaube ich. Und wenn man sich dann nicht auf einen Termin einigt, dann ist das der Standardtermin. Aber man hat natürlich so ein Tool, wo man quasi zusammen kommunizieren kann, einigt man sich. Und Ryuma, schlechten Start gehabt, Spieler ausgetauscht, hat InSport gefragt, Jungs, wir sind gerade komplett im Umbruch, können wir vielleicht verschieben? Oder vielleicht hatten die auch einfach keine Zeit. Aber ist natürlich weird, dass du die Hälfte vom Roster austauscht und dann auf einmal alle Matches 3 Wochen erstmal verschiebst. So. InSport hat gesagt, machen wir, kein Problem, wir finden einen neuen Termin. So, ein neuer Termin kommt. Und ich kenne das selber, Prime League-Seite hat seine Macken. Also es gibt viele Sachen, die man auch... Ey, musst du mal Luft nach oben sein, ne? Ja, man kann da vieles optimieren. Du musst zum Beispiel dein Line-Up eintragen. Also du hast 5 Spieler in deinem Team und dann musst du sagen, 2 Stunden vor Spielbeginn, Brücki einspielt heute, Agurin spielt heute, Tolkien spielt heute, Kani spielt heute, Noe spielt heute. Weil du mehrere Leute im Team haben kannst. Du könntest zum Beispiel auch, keine Ahnung. Ja, so wie es früher bei der ESL. Genau. So war früher so. Immer so, ja. Ja, könnte man natürlich auch alles automatisieren, dass du so ein Standard-Line-Up hast, bla bla. Fände ich cool, aber ist jetzt auch mit ein paar Klicks gemacht. Auf jeden Fall kam es dann zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das Spiel war auf 19 Uhr angesetzt oder so und das heißt, 17 Uhr muss das Roster submitted sein. Bei InSport war kein Roster drin. Und um 17.30 Uhr oder 18 Uhr kam das aber schon zur Sprache. Ey, oh, pass auf, irgendwie ist das Roster nicht drin. Bin mir eigentlich sicher, dass es reingepackt hat, vielleicht ist es ein Bug. Würdet ihr trotzdem spielen wollen? So, und jetzt jeder normale denkende Mensch würde sagen, ja gut, das ist eine Stunde vor Spiel. Natürlich, wenn ihr da seid, so dann spielen wir. Ryuma hat sich aber gedacht so, nee, wenn das Roster nicht drin ist, ist ja euer Fail, obwohl ihr für uns das Geld verschwunden habt. Das wollte ich gerade sagen, ja. Wir spielen nicht, wir nehmen die Tef-Wins. Ja. Ja, und das ist halt ein Dick-Move. Und das gehört sich gerade in dieser Lower-Diff überhaupt nicht. Und dann kamen Statements, also wo die sich in die Opferrolle gestellt haben.
Das ist, also es war wirklich einfach nur cringe. Also ich kann das ja auch irgendwo verstehen. Weißt du, die packen da auch ein bisschen Geld in die Orks, sag ich mal. Mhm. Für die wahrscheinlich. Ja, aber ob sie jetzt einen Win mehr oder weniger, also macht das einen Unterschied, ob die dann abgestiegen werden? Ja, es ist ein Unterschied, ob du dann vielleicht direkt absteigst, okay, oder noch Relegation spielen, okay, kannst. Also sind die ja schon einfach am fairerweise, ne? Wird so eine Ork, also es ist jetzt nicht so, dass sie sich auflösen müssen, wenn die in D4 Schiff 3 spielen. So. Ja, ist auch egal. Da passiert, ne, jetzt auch nicht viel, denke ich mal. Es sei denn, die haben kranke Sponsoren, von denen ich nichts weiß, die nur in D4 3 gelten. Ja, aber wer macht so einen Deal? Aber ja, ich denke mir dann halt, ich glaube, wenn man es wirklich ehrlich dann kommuniziert und sagt, pass auf, wir haben im Eifer des Gefechts gesagt, wir nehmen die scheiß 2 Wins, bei uns läuft es gerade überhaupt nicht. War richtig dumm, lass das Game trotzdem spielen. Keiner ist sauer, weil alle sagen, okay, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Cool, dass ihr es einseht. Auch wenn vielleicht seht ihr es auch nur wegen Shitstorm ein. Selbst dann ist es meiner Meinung nach okay, weil man diese Entscheidung, vielleicht erstmal zur Reflexion anstoßen. Genau, aber diese initiale Entscheidung, diese Wins irgendwie, weil es bei einem richtig schlecht läuft, mitzunehmen, kann ich irgendwo verstehen, dann auf Gott und die Welt zu schimpfen und sagen, nee, wir sind nicht schuld, das ist die richtige Entscheidung, das ist moralisch. Und dann haben die so ein Statement gemacht, wie uns ist sportlich Integrität liegt am Herzen und Regeln sind uns wichtig. Mhm. Das ist halt cringe. Also ganz ehrlich, da muss man auch sagen, dann lass es doch direkt. Also dann brauchen wir auch keine Org aufbauen, dann lass die Scheiße. Und also, nee, da, ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich die Scheiße gesehen habe. Okay. Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass man, glaube ich, auch den Weg fahren könnte, zu sagen, dass du, das hast du schon gesagt, die packen wahrscheinlich Geld in die Orga und die brauchen die Wins, um nicht direkt abzusteigen. Und dann ist auch ein, also ist man kein Fanliebling. Aber ich fände es auch okay, einfach zu sagen. Da bist du wenigstens ehrlich, weißt du? Ja, ja. Aber also einfach auch zu sagen, wir brauchen die Wins, weil wir leben hier unseren E-Sport-Traum und wir können nicht garantieren, dass wir aus der 4 wieder aufsteigen. Und du kannst so ein bisschen Feedback, Ich lese gerade, das Statement wurde gelöscht und dann ein neues Statement aufgenommen. Ja, jetzt haben sie, also ich habe das neue Statement, das ist jetzt ein Video-Statement, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass es irgendwie, das sieht aus, da sitzen so 2 auf dem Dachboden. Ja, es ist halt alles Amateurszene. Ja, ja, aber dann kannst du doch wenigstens irgendwo hingehen, dass es das geil aussieht. Also ich habe davon nichts gesehen, ich habe wirklich nur so eine Sekunde auf dem Bildschirm von jemand anders geguckt, gesehen, wie es aussieht. Und dachte mir, wenn so ein Statement hochgeladen wird. Ja. Also. Ja, aber also jetzt haben sie sich wohl entschlossen, dass es doch falsch war und sie das Game wohl doch gerne spielen würden. Ist ja immerhin etwas. Ist natürlich schade, dass da 3 Shitstorms kommen müssen und 3 Scheiß-Statements, dass dann Einsicht entsteht, die ich jetzt den Leuten natürlich auch nicht mehr abkaufen kann, nachdem man 2-mal gesagt hat, dass es richtig ist und auf einmal dann doch nicht mehr. Mhm. Aber gut, was sollen sie machen? Ne? Was sollen sie machen? Mhm. Ja, ich finde, das ist halt einfach. Also du bist halt, meiner Meinung nach bist du als Ork jetzt verbrannt, weil gerade in diesen Lower Divs, da na, man kennt sich, sag ich mal. Und ja, ist halt schade, dass man dann sich so das Image ruiniert für die Nichtigkeit. Mhm. Aber wir haben von Rema eSports gehört. Ja. Ah, hier steht es ja, für Ryuma geht es um den Abstieg, rechtfertigt das dieses Verhalten. Wollte ich gerade darauf eingehen. Nee, ja. Ich glaube rechtfertigt nicht, aber man kann es schon eher nachvollziehen. Wenn man dann auch die Eier hat, zu sagen, pass auf, wir haben keinen Bock abzusteigen. Wenn die uns die Möglichkeit geben, 2 Deathwins zu kriegen, dann nehmen wir die auch. Genau da bist das. Da bist du dann ein Arschloch in der Szene. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Ich fände es auch nicht sympathisch. Du gibst ein bisschen Feedback, also du gibst ein bisschen Background. Wir haben die und die Finanzen, wir kriegen die und die Sponsoren. Und wir können nicht garantieren, dass wir aus D4 aufsteigen. Wir würden gerne in D3 unsere Chance nochmal wahrnehmen. Ja. Nächste Season, all das. Und dann bist du halt ein Arschloch, aber du bist halt dann bleibst du dick, moves, aber du bist wenigstens ehrlich. Mhm. Okay. Oh, ja, ich finde es halt super schwierig. I mean, also für mich ist ja eigentlich was ist daran schwierig? Aber naja, also das Verhalten ist schwierig. Ich könnte es ja mal auf der Profiliga projizieren. Wenn jetzt mit Eintracht Spandau, ihr hattet auch eine schwerere Phase, also es war knapp mit Playoffs und sowas. Und jetzt, naja, ich würde dafür eine andere Situation nehmen. Und zwar war das nämlich, also die beide Situationen sehr ähnlich ist mit ESG damals und Pentasports. Wir haben nämlich mit ESG gespielt, das war der letzte Split, den wir gespielt haben, und sind praktisch war unser letztes Spiel oder vorletztes Spiel der Saison war gegen Pentasports. Ja. Und wir haben an dem Tag, also ich habe eigentlich extra dem Internetprovider gesagt, bitte ändert das Internet nicht an dem Tag, sondern an einem anderen Tag. Trotzdem war auf einmal zack, Internet weg. Und wir hatten kein Internet an dem Tag und konnten halt nicht spielen. Ja. Und dann hieß es so, ja, okay, scheiße. Ja, wir könnten ja an einem anderen Tag das ausspielen. So. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir spielen gerne an einem anderen Tag. Und Pentasports war so, also war der letzte Spieltag. Und dann, es war halt ich glaube 4 Tage später, 5 Tage später, war dann schon direkt Playoffs. Ja. Oder die nächste Phase sozusagen. Also war wenig Zeit. Und dann meinten wir so, yo,
wir spielen jeden Tag, scheißegal wann. Morgens so, Hauptsache, Abend. Genau, egal, wir spielen, wir holen es nach, weil wir mussten es gewinnen, damit wir nicht Relegation kommen. Ja. So. Und Panther Sports hat einfach gesagt, nö, geht nicht, ja, unsere Spieler sind jetzt schon in Urlaub. Ja. So. Von welchem Geld? Ja, also das, also ne, also es ist halt irgendwie, und das war halt so eine Situation und die war für mich halt auch absolut nicht nachvollziehbar, weil Internet ist bei uns ausgefallen und wir sind deswegen halt, mussten wir halt in Relegation spielen. Mhm. Und die hätten halt schon safe sagen können, einfach, ja, wir zocken. So, ja. What the fuck, die sind im Urlaub, als ob die einen Tag später im Urlaub sind. Ja, aber, ich, so. Aber deswegen gibt es heute ja für euch auch kein Penta mehr. Worauf, ne? Ich jetzt hinaus wollte, wenn ihr mit Eintracht Spandau eine Situation wärt, wo ihr letzter Spieltag, es geht um alles, Playoffs oder nicht, und keine Ahnung, gegen wen habt ihr als letztes gespielt? Schalke. Wir haben gegen Schalke jetzt gespielt. Ja, so, und Schalke kommt, sagt, die können nicht spielen. Würdet ihr dann einen Deathwind nehmen? Nein, also wir würden ja auch spielen wollen. Also wir sind ja auch, keine Ahnung, wir haben auch irgendwie, wenn Leute jetzt irgendwie technische Sachen haben, du hast ja jedes Team mit der 15 Minuten Pause, dann ja. Wendest du auch deine Pause auf für ja, die und so. Klar. Also es gehört einfach dazu, dass man halt auch ein bisschen einfach, im Endeffekt, willst du es, also es ist halt sportlich, ja? Du willst zocken. Ja, was so, bringt dir der Erfolg auch, wenn er nicht sportlich ist? So. Nee, oder, so, ja. Du bist ja ein Meme, so, wenn du deine Playoffs bist, weil du Deathwind mitgenommen hast. So. Und deswegen... Ich kann diese initiale also den Grundsatz, ich kann den Gedanken schon verstehen oder so, wie Brücke auch meinte, so kann schon verstehen, und sagst, ey, wenn wir jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, also auch da, wenn ihr jetzt, weiß nicht, wenn wir jetzt irgendwie eine Serie spielen und dann geht es irgendwie wegen mir fällt jetzt keine Regel dazu ein, aber wenn es jetzt darum geht, okay, wegen irgendeiner Regelwidrigkeit kriegen wir jetzt entweder den EMEA Master Slot oder nicht. Ja. Und vielleicht hängt auch noch dein Job dran, weil du das auch noch haben, so ein, wenn ne, so die Season nicht schafft, so. So, ja, ne, dann ist natürlich. Das ist ja auch nicht die Entscheidung der Spieler, darum geht's ja auch. Also viele Spieler von denen haben auf Twitter fairerweise gesagt, wir hätten es gespielt, so. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie wahr das ist, so, weil kann jeder sagen, so, im Endeffekt, und dann ja. die Blame auf irgendeinen Manager abwerfen. Ja. Aber im Endeffekt musst du das dann entscheiden und die Spieler ein bisschen mitziehen, weißt du? Mhm. Ja, also ist super schwer, aber in der speziellen Situation, wo du selber schon die Chance bekommen hast, das zu spielen, weil die es verschoben haben. Hm. Ja, das ist halt noch krasser. Weil, also weißt du? das ist, da hängt sich für mich die Situation halt auf. Ja. So, du hast eigentlich einen Spieltermin, der gesetzt ist, wenn man sich nicht einigen kann. Heißt, die hätten an dem Punkt entweder Scheiße spielen müssen oder einen Deathloss kassiert selber. Und das hätte man dann so nehmen müssen, weil von wegen, ey, da sind irgendwie die Spieler noch nicht da oder wie auch immer, dann kann man dann nicht spielen, so, sondern die anderen haben gesagt, okay, wir geben euch noch sozusagen die extra Zeit, ihr könnt trainieren, weil das ist ja was passiert. Und dann spielen wir gegen ein stärkeres Team. Genau. Das nehmen wir in Kauf. Und sich dann so anfahren zu lassen, scheiße, würde ich sagen, was seid ihr denn für ein paar. Ja, und dann sich in die Opferrolle zu stellen. Ja. Also, das ist halt wirklich cringe hoch 10. Naja, also geht aber nicht. So, weil einfach die Situation da eigentlich für mich relativ klar ist. Die ist für mich klar. So, das geht nicht. Wir sollten in Anbetracht deines Zuges. Wann kommt denn der? Also wie spät haben wir denn? Wie spät haben wir jetzt? 11:30 Uhr. Ja, habe ich nur Zeit, dreiviertel Stunde. Wir machen letzte Runde noch, ne? Ach so, geht die 45 Minuten oder? Nee, manchmal geht die auch länger, ja. Weil je nachdem, was bei letzter Runde, was Hannes da vorbereitet hat, hat da manchmal tolle Fragen. Der ist am Kochen. Der ist immer am Kochen, ja. For real, ja. Hast du mal seine Grillisch-Frisur gesehen? Schon ja, geil. Auch, also wieder, auch wieder am Kochen. Ja. Boston, ach Mann. Ich muss ein bisschen Background liefern. Hallo. Warte mal. Gibt es in dem Podcast nicht auch Brückis 60 Sekunden? Ja, eigentlich habe ich gedacht, du machst es zu. Zu Ryoma, aber du hast schon besser gemacht. Okay, als ich. Kutscher 60 Sekunden. Okay. Hey, hier ich rein. Also, es geht heute nicht so lange. Ich habe aber noch so ein bisschen Background-Frage dazu. Also, es geht um das Statement von hier, ne? Mhm. Das zweite, das Video-Statement. Weil wir ja vorhin davon hatten, immerhin kennt man die jetzt. Und actually hat ja jeder drüber geredet. Ja. Noway hat gestern im Stream, auch der CEO hat das geretweetet, wie Noway drüber redet, so mäßig. Mhm. Deswegen. Aber am besten hat Noway so gesagt, so, ja, sind übel die Hurensöhne. Und der so, ja, geil, das heilig, Noway hat drüber geredet. Naja, also, man sagt ja immer, es gibt keine schlechte Press, so. Also, ne. Deswegen ist halt generell, also erstmal die letzte Runde-Frage, die so ein bisschen dann mitlautet, war das für die vielleicht sogar worth im Ende? Weil, ne, who knows? Mhm. Wahrscheinlich jetzt das bekannteste Div3-Team. Gibt's auch noch, ne? Wie viele Aufrufe auf Twitter hat das Ryuma Esports Statement, das zweite, also es wurde jetzt vor 15 Stunden hochgeladen. Und die Schätzfrage ist, wie viele Videoaufrufe haben die damit gemacht? Übrigens noch eine Side Note, der Coach von denen wird fürs Rematch nicht antreten. Das sagen die dem Statement. Also der Coach von Ryuma weigert sich für das Rematch zu coachen. Das ist auf jeden Fall gut für seine Vita, ne? Ja. Also.
Also wie viele Aufrufe? Aber, also warum weigert der sich jetzt zu coachen? Der weiß wahrscheinlich, woher die Entscheidung kam, die Devil Wins zu nehmen. Ja, aber, also wie butthurt muss es sein, dass du sagst, nein, coach ich nicht. Also du weißt ja nicht, was da jeder... Wisst ihr nicht. Bevor jetzt den Typen judge. Ja, kann doch genau andersrum sein. Ja. Dass die Orga sagte, wir spielen nicht und jetzt hat er keine Lust mehr, mit denen in Verbindung gebracht zu werden. Kann sein, dass der Erste ist, der abgesprungen ist, weil er gesagt hat, er will nicht. Aber dann sollte er nochmal ein Statement machen. Hey, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum? Ja gut, ist ja auch egal. Das ist ja übel. Ich wird ja immer geiler, die Story. Ja, also er macht einfach nur dieses eine Game, er bleibt Coach, aber für dieses eine Game will er nicht coachen. Ja, weil, damit er dann nicht sagen kann, boah, Giga Cringe, jetzt haben wir doch verloren. Aber meine Schuld war es nicht. Keine Ahnung, was da die Intention ist. Ja, also ich finde es, ja, aber das ist dann halt so, okay, was war jetzt die letzte Runde? Achso, wie viele Views? Wie viele Views das Video hat, ist es, okay, kurze Frage, ist es auf YouTube veröffentlicht? Nee, Twitter. Twitter veröffentlicht. Vor 15 Stunden auf Twitter. Hier sind hier Zettel und Stift. Die haben 800 Twitter-Follower. 800 Twitter-Follower haben die. Das letzte Video hat 7 Klicks. Okay. Ist ja wie bei mir, wenn ich kein League of Legends hochlade. Okay. Ja, Krankentransport, cool. Ja, das ist ja eine Scheiße erzählt, aber du schon weißt, wo du hin musst. Hast du? Okay. Ich habe noch nicht. Nein. Auf Twitter, ne? Es geht, wie viele Klickzahlen hat. Weiß nicht. Das Ding ist ja, man muss unterscheiden zwischen Klickzahlen und Impressions. Weil Impressions sind. Ich glaube, wie oft ist ja drüber gehovert und so, ne? Das zählt da mit rein. Das zählt mit rein? Okay. Finde ich vielleicht ein bisschen zu wenig. 15 Stunden. Ich glaube, ich weiß in etwa, wie viel das erste Statement an Impressions hatte. Ungefähr im Kopf. Also ich habe eine Zahl aufgeschrieben, ich hab gar keinen Plan. Weil ich auch nicht weiß, wer alles interagiert hat und so. Okay. Stift? Ja, ich bin fertig. Ich habe den Stift. Kannst du den nehmen? Das ist ja Laptop, ist egal. Wir reden also über Impressions. Nein. Ist ja für den Spotify-Zuhörer auch klar sein, was hier. Oh! Okay. Ich habe deine Zahl gesehen. Willst du anfangen und da erklären, warum und wieso? Ja, ich sage 201.000. 200? Ich habe mich dann 200.000. Ich habe, pass auf, das erste Statement hatte. 140.000, als ich geguckt hatte, Impressions. Wirklich? Das erste Statement. Okay, ich habe 13.000 komplett raus. Hä? Leute. Was denn? Ich bin noch bei der Erklärung. 200.000, weil das erste Statement hatte 100 irgendwas 1000 Impressions. Und da dachte ich noch so, wow, krass. Also, Ryuma E-Sports. Also so viele Leute gibt es doch gar nicht, die sich für E-Sport interessieren. Oder? Das auch. Ja, die scrollen also durch. Aber Impressions sind ja auch, so, du hast ja ultra viele Kommentare gehabt. Du hast ja 100 Leute oder mehr haben sich da drunter kommentiert. Plus du, plus ich, ja, plus gut, stimmt. Super viele andere. Und alle, und dann sehen die Leute deinen Kommentar und sehen das. Ja, mittlerweile geht das ja durch den Algorithmus. Ne? Früher war es ja so, wenn ich da irgendwie erwähnt tweete und die Leute sehen das nur, wenn sie beiden folgen. Und jetzt ist halt, und durch das ganze Influencer, das aufgenommen haben, ist es halt richtig groß geworden. Und deswegen glaube ich, das neue Statement mit Video als Follow-up zur ersten Story 200.000 und einen View hat. Okay. Soll ich jetzt meine Zahl sagen? Ja. Also ich habe 90.000, weil ich glaube, dass nicht so viele Leute das Video gesehen haben wie das erste Statement. Mhm. Weil so ist Twitter eigentlich auch immer, ja. Immer. Ja. Drama ist immer, der First Hit knallt immer mehr rein. Und ich glaube, das zweite wird viel haben, aber vielleicht sogar noch weniger. Ich kann, wenn es so 210, das wäre ein Kracher. Schon. Also ich glaube, so, ja, ist viel. Also ich habe halt 13.000, aber ich glaube, ich habe irgendwie in Views gedacht. Ja. So, ich habe mit 13.000 in Views gedacht und nicht Impressions. Also, ja, wenn ich mich so zurückerinnere, so bei ESG und so, haben wir auch irgendwelche Tweets und so gemacht haben, da war auch, wenn es halt gut lief, war es halt ein Tweet mit 100.000 Impressions, so, oder halt mehr. Also das war dann immer schon ein geiler Erfolg, so. Kurze Erklärung für euch draußen. 200.000 oder 100.000 oder 19, wie auch immer, heißt nicht, dass es so viele Menschen geguckt haben. Das heißt nur, dass so viele Menschen beim Scrollen über Social Media damit in Kontakt gekommen sind. Nicht, dass es 200.000 Leute gibt, die jetzt Remo E-Sports Statements gucken. Was ist die Antwort? Actually sind es nur 52.000. Ich dachte, das wäre krass. Aber das sind also noch weniger als das erste. Ja, es sind weniger als das erste. Also die Antwort ist 52.000. Ja, aber das also ist trotzdem sehr viel. Aber das erste Statement hat halt richtig krass 140.000. Das hat schon, krass. Ja, und jetzt die Frage, ist das gut oder schlecht für Ryuma?
Also ich sag mal so, ich glaube, dass das, was da passiert, da hätte, hätten auch 500 Impressions gereicht, dass es nicht gut ist für die Orga. Mhm. Jetzt kennen natürlich mehr Leute das. Ja, also eigentlich, also Ikette hat keinen Bock, da hinzugehen. Nee, das ist, glaube ich, jetzt erstmal. Pass auf, innerhalb der Szene, Ultra-Wert natürlich, für jeden Spieler, jeder, also alles wird jetzt in den nächsten Monaten schlecht für Ryuma sein. Ja, so, aber es kann wieder eine Zeit gehen, wo halt das... Und dann irgendwann, wenn du mich nächstes Jahr hier fragst, weißt du noch, Ryuma Esports, dann werde ich sagen... Wer? Habe ich schon mal gehört, aber ich bringe das wieder mit in Verbindung wahrscheinlich. Ja. Ich finde so jetzt sehr, weil du willst diesen ganzen zigtausend Leuten auch. Ich habe mich gedacht, was kann denn ein positiver Aspekt sein? Also Follower vielleicht, aber. Ja, also ich muss einfach sagen, was mir da so eine Erinnerung kommt, ist zum Beispiel, ich fand damals in der ESL-Meisterschaftszeit, war zum Beispiel IQ, so ein Team, da war immer irgendeine Scheiße. Immer irgendein Kram. Und nachher, so nach Jahren, so, dann hatten die auch mal einen Split, der ganz okay war. Und ich meinte so, ja, ey, die haben nicht die meisten Mittel, aber die machen was, so. Stabile Malocher. Ja, also das ist halt so, keine Ahnung. Also da, und irgendwann hatte ich da halt eine Sympathie aufgebaut für IQ, weil die irgendwie immer irgendwas gemacht haben. Und die hatten aber auch viele Zeiten, wo die eigentlich Scheiße gebaut haben. So. Mhm. Und das kann halt was sein, ne? Also, aber natürlich muss halt jeder für sich eigentlich daraus bewerten können, was er halt da macht, ne? Und da weiß man jetzt aber halt auch wieder nicht so, wer hat jetzt welche Entscheidung intern getroffen, so wer, ne, wo ist der Kopf des Fischers, so, ist es jetzt ein Coach oder der Manager oder sind die Spieler eigentlich heimlich, die sich da verbunden haben und meinen, nö, wir wollen den Freewin, ich habe keinen Bock zu zocken, so, ich hab Angst davor, also kann ja alles sein und man weiß es halt nie. Das wirst du halt auch nicht rausfinden, weil wirklich keiner sagen, jo, ich war das. Ja, genau. Plus, gerade im E-Sport sind halt nicht alle Menschen super zwischenmenschlich Togo oder super sozial. Es ist auch online. Online, so dass du du bist ein Wichser. Aber vielleicht gibt es jetzt ein Learning. Muss euch auch manchmal auflegen. Vielleicht gibt es ein Learning bei dem Ryuma Esports Team, wo sie sagen, okay, wir sollten unsere Maßstäbe überdenken. Ich weiß ja, was ich Ihnen vorschlagen würde. Ich kenne ja jemanden, der hat 6 Monate lang PR Praktikum gemacht. Vielleicht sollte das. Vielleicht sollte kurz da mal reingehen. Ich kann da auf jeden Fall beraten zur Seite stehen, aber wenn ihr PR Statements braucht, ich mach das. Ja. Also das wäre vielleicht der nächste Schritt. Selbst wenn ich mich da besoffen vor die Kamera setze, wäre wahrscheinlich was Besseres rumgekommen, oder? Wären mehr Impressionen, glaube ich. Ja. Ich habe den gar nicht gesehen. Muss ich mir noch anschauen. Wenn ich auch noch einen Zugänger hören. Hoffe ich, ist das entertaining. Wenn nicht, dann wollen wir einen nächsten Skandal haben, bitte. Ja, macht, ja. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Hey, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Nicht du, Bricky. Aber ja, gut damit. Woohoo. Joke. Gute Laune oder was? Ich habe jetzt gute Laune. Das ist schön. Ja, also mega cool, macht immer sehr viel Spaß mit dir zu quatschen. Komm gerne mal wieder vorbei. Ja, gerne, wenn ihr Not am Mann habt, ich bin immer da. Das ist ja schön, du brauchst ja auch nur 50 Minuten, hast du so gesagt. Ja, hast du nächste Woche Zeit? Von mir aus. Nächste Woche, eigentlich wäre ganz, also nächste Woche, ich weiß nicht, wollte nicht Lexlot nächste Woche kommen? Also ja, das ist übernächste Woche. Wir können nächste Woche, wenn du willst, komm vorbei. Lilip hat mir geschrieben, er würde nächste Woche im Podcast kommen. Oh, mit Lilip rede ich immer gerne. Wer spielt nicht nächste Woche NNO? Auch, ja. Kannst du das? Ja. Wolltest du zusammencasten? Ich caste mit den anderen rein. Ach, du castest alle, okay. Aber du kannst gerne vorbeikommen, so. Ja, nee, ich will mich da nicht noch als fünftes Rad am Wagen mit rein. Ich dachte, wenn du irgendwie brauchst, würde ich es machen. Okay. Ja, aber da nur schon mal, ich glaube, wir können Lilip nächsten Podcast hier reinbekommen. Das ist, glaube ich, den haben wir noch gar nicht gehabt, obwohl der schon seit 10 Jahren da ist. Richtig fertig. Wenn Lilip kommt, ich bin großer Lilip-Fan. Lilip, ich liebe dich, aber ich werde dich auch richtig zerstören. Der hört ja jeden Podcast, ne? Der sagt mir immer, der hört die von vorne bis hinten durch und ist auch sehr zu empfehlen, der Podcast. Ja, das freut mich doch. Also dann möchte ich nur sagen, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Familie. Kutscher, danke, dass du da warst. Sehr gerne. War ein sehr schöner Talk hier. Real wie eh und je. Wir hören uns nächste Woche dann wahrscheinlich mit Lilip. Erzähl ein bisschen so, wie ist die Stimmung vor dem Playoff-Match. Jetzt haben wir ein bisschen Pause drin. Mhm. Ja, und dann, wenn ihr jetzt schon mal Fragen an Lilip habt, dann ist jetzt eure Chance, mal in den YouTube-Kommentaren aktiv zu werden, weil dann können wir nämlich mit in den nächsten Podcast nehmen. Deswegen haut in die Tasten, stellt eure Fragen und dann muss Lilip nämlich schwitzen und antworten. Ja. Das war's von uns. Das war die 10. Episode von Hier ist Real Talk. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Wo die
Tafelkreuz, die Spree.